dying sun in front of me. Windows dead and all done. Bright colors crack and fade to gray. A vow of devotion, it crumbles into drifting ash. Do you feel what I feel? This devastation seems to comfort. Let this rage, let this fall.
Hi und herzlich willkommen im Stream. Jo. Na, ihr Lieben, seid ihr noch wach? Habt ihr noch Bock? Ja, ich habe mir mal kurz meine Behelfsohren umgeschwungen und dachte mir von wegen, lass uns doch mal ein bisschen labern und mal wieder auf ein bisschen Bullshit reagieren. Blöck, Bela Vampira, hi, willkommen im Stream. ja, Aquarius, hast du gelauert, ja? Tut mir leid, wie gesagt, ich wollte eigentlich gestern nochmal online gehen, aber ich war echt nicht in der Lage gewesen. Ich habe das Gefühl, dass die jetzt hier Corona-Infektion so rinballert. Ich habe auch heute den ganzen Tag hier gelegen und hat zu tun gehabt mit Kreislauf und hin und wieder. Und, ach, halt auf. Es ist zum Kotzen, es ist zum Kotzen. Wirklich, kann man nicht anders sagen. Ich hoffe, ich habe das bald überstanden. Wie gesagt, mein Kleiner auch immer noch krank. Nun kann ich mich dann halt auch nochmal die Woche nochmal krank schreiben lassen, weil. Wartet, wartet. Sieht man das? Alles gut, Gesundheit geht wie gesagt vor. Ja, hier. Immer noch schwanger, ne? Und mein Kleiner liegt auch mal noch ein bisschen flach mit Fieber, von daher, das wird die Woche nix. Das heißt also, ich feiere die letzte Woche in meinem 36. Lebensjahr nochmal krank. Den Schwindel habe ich hinter mir gelassen, aber so pralle ist es immer noch nicht. Hast du Glück? Hast du wirklich Glück? Also bei mir ist es momentan wirklich, okay, kann auch nicht lange stehen, wenn du wirklich nur im Bett liegst, dann werden deine Beine nachher so schwammig, du kannst nicht mehr lange stehen. Ich habe heute versucht, ein bisschen was im Haushalt noch zu tun. Kannst vergessen. Das ist schlimm. Wenn man sich mit knapp 37 fühlt wie ein verdammter Rentner, ich sag's euch wirklich. Wünsche keinem. Ne? Aber okay, wir müssen halt damit leben lernen. Jo. Ansonsten, was gibt das noch Neues? Ja, wie gesagt, nach wie vor infiziert, ne, mit dem ganzen Bullshit und, ja, was gibt's noch? Wie ihr seht, ich hab mal schnell ein neues Intro gebastelt, ne, für meinen Stream. Ansonsten bin ich gerade noch dabei, noch ein bisschen was zusammen zu tüfteln für meine Headbangers Paradise, ne, Formate. Und ich bin noch ein paar Jährchen jünger als du, aber immerhin schon negativ. Yay! Erkläre noch nicht, man hört es vielleicht, kriegt es immer noch so ein bisschen. Tja, ansonsten. Headbangers Paradise, ne? Mag das Intro. Dankeschön. Der Song war übrigens von Trivium aus dem Spiel Metal Hellsinger. Geiles Spiel. Kauft's euch. Zocken. Unbedingt zocken. Kann ich nur empfehlen. Ja, also, Headbangers Paradise, ne? Hab ich mir überlegt, von wegen machen wir halt denn einfach mal, wie gesagt, auch mal so ein paar Livestream-Formate, wo halt wir halt Metal, Rock und so alles halt so kicken, ein bisschen Gothic-Kram und so, vielleicht auch, wie gesagt, ein bisschen was aus dem Underground, aus dem ich komme, mich bewege. Ne? Also jetzt nicht hier den komischen Zwiebelkopf, den ich euch schon mal gezeigt habe. Ich meine wirklich, also wirklich, ne, Musik, ne? Und kein Bullshit. Ansonsten werde ich, sobald ich wieder auf der Höhe bin, ich habe es ja auch schon auf TikTok angekündigt, demnächst an meinem Album weiter tüfteln, dass das halt dann auch langsam mal in Rollen kommt, denn ich wollte nämlich für euch nochmal so einen kleinen Drop machen, ne, von wegen, die erste Single, die ich halt rausschmeißen werde aus der Altercations and Insanity, die hau ich euch dann hier hin, ne, in einem Livestream, dann kann sie sich dann hier holen, für Umme natürlich, wisst ihr ja, ne? Also wie gesagt, Nähe zu meiner Community ist mir sehr wichtig, von daher gebe ich auch gern was zurück. Ansonsten steht am Freitag der Rummel an, ne? Mit den Kindern. Laternen liegen da hinten im Schrank schon fröhlich bereit und ja, 21 Grad, ungewohnt. Normalerweise kenne ich es eigentlich nur so, dass es denn wirklich Scheißwetter ist, es ist nasskalt und hast du nie gesehen. Yeah! Und dann geht's halt wieder raus. Werde versuchen, euch mitzunehmen. Ne, ich habe es ja im letzten Jahr versucht, aber da habe ich Dulli eben mein Passwort versemmelt und Twitch wollte nicht so, okay, ich hoffe, dass es dieses Jahr ein bisschen besser klappt. Das heißt, wir werden dann mal eine gemeinsame Runde drehen über den Rummel und da werde ich euch ein bisschen zeigen, wie es hier bei uns so abgeht. Wie bei uns so abgeht, 35.000 Seelen. Wir meinen, ja, das ist nichts. Machen wir uns nicht vor. Was noch? Ja. Und ansonsten, wie gesagt, jetzt ja weiter, wir jetzt nochmal im Wahnsinn. Also zocken, Schlag aus meinem Leben, hast du nicht gesehen. Mods sind am Start, alles super soweit. Okay, der Grund, weshalb ich jetzt hier bin, warum ich mich dann nochmal jetzt aus dem Bett geschwungen habe, war jetzt in erster Linie, also wart ihr natürlich, ne, weil ich halt mit euch ein bisschen interagieren wollte und Bock hatte, von wegen jetzt auf dem Sonntagabend zu Primetime nochmal ein bisschen zu quatschen. Und ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken an Bela Vampira, führt Freunde sein, führt Folgen. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Bist mir, wie gesagt, sehr, sehr angenehm. Ihr müsst wissen, wir sind so ein bisschen auf Du und Du, was die Musik und das künstlerische Schaffen so anbelangt. Und ja, sie ist mir sehr angenehm. Gerne. Danke. Wenn ich schon nicht hinkommen kann, ja, das holen wir aber nach. Ne? Wenn du mal im Land bist, wie gesagt, ich sag mal, eine Flasche Bier oder so kriegen wir immer irgendwo zu kaufen, weißt du, und dann können wir uns mal, oder mal eine Kneipe, oder hast du nicht gesehen, das machen wir schon. Ihr wisst, ich trinke normalerweise nicht, aber für Follower, Freunde mache ich dann nochmal eine Ausnahme. Ich meine, ein Bier wird mich nicht gleich umhauen. Hoffe ich. Mal abwarten. Ich habe auch vor, eventuell. Ja, genau, pass auf, jetzt kommt der Ankündigungs-Wie-der-will, passt auf. Ich hätte Hanfmet da. Met bin ich nicht so der Fan. Also wenn, und wenn Met, dann nur der Originale. Ich bin ja eher so ein Cola Whisky-Fan. Ja, also Cola Whisky trinke ich gerne. Ich gehe jetzt nur von den Sachen aus, die ich mir wirklich Silvester hier hinstelle. Dann den Pushkin Melon, den trinke ich ganz gerne. Feigling Bubblegum finde ich ganz cool. Vielleicht dann wieder mal ein Gin Tonic. Und dann eben Tasseröder, Heineken, Desperados. Das ist eben so mein Zeug, ne? Der ist nicht so süß, der ist lecker. Klingt lecker, genau. Probieren, nicht überstudieren. Noch ist die Flasche zu. Was hast du denn vor, mich überrumpeln an meinem Geburtstag? Weil sowieso keiner kommt. Aber naja, darauf will ich gerade zu sprechen kommen. Passt auf, ich werde ja nun am 1.11. halt wieder ein Jahr älter und ein Jahr dümmer und ich habe mir überlegt, da ja keine große Feierlichkeit geben wird und ohne Schweiter los ist, werde ich dann wahrscheinlich einen Geburtstag-Stream abhalten mit euch, wenn ihr Bock habt. Ne? Also von wegen rot ankreiden, 1.11., ne? Hochabends, dann hier. Ich bin eher der Schwarzbiertrinker. Ja, Schwarzbier natürlich auch, ne? Und schöne Köstritzer oder so, oh, doch. Obwohl ich mit Schwarzbier immer eine traurige Geschichte so habe. Schwarzbier habe ich damals in hohen Dosen konsumiert, als meine Mama gestorben ist. Da habe ich dann mal eben den ganzen Monat sie halt auch in so eine Kneipe getragen und dann immer ein Kirsch, ein Schwarzbier. Von daher, dunkle Zeit. Bin dabei. Ich bin dabei, im Kalender notiert. Oh, dankeschön. Das ist doch, ihr seid da wirklich der Hammer, ja? Ich meine, jetzt komme ich hier spät drin gerannt und trotzdem haben Leute echt Bock auf mich und meinen Blödsinn, den ich hier so verzapfe, das finde ich echt super, ne? Ich meine, ihr kennt mich, ja, kann nicht immer nur Musik und nur Zocken sein, ne? Das muss doch mal einfach Interaktion sein und mal ein bisschen Palaver, ne? Ich kann ja nicht nur sitzen und denken so, okay, und jetzt mache ich dies und jetzt mache ich das irgendwie so. Ihr kennt mich, ne? Also die mich schon halt ein bisschen länger auf dem Schirm haben. Am Ende Geburtstag wird nicht viel laufen. Ich denke, das wird eher so ein Tag wie der andere werden, von wegen so, ne, Tür kriegt einen Tritt, Kissenwurf, Schatz, Milan braucht eine neue Windel, ja, ist klar, bring Müll raus, du Idiot, wasch ab, so, das ist das Übliche eben. Ohne Kuchen, ohne Geschenke, also von wegen so Happy Birthday to me, von daher dachte ich mir, machen wir eben einen Geburtstagsstream. Einen Tag zuvor hatte ich vor, spätestens am 31. genau an Halloween eben die erste offizielle Headbangers Paradise hier abzuziehen. Auch mit euch im Stream, also wir haben dann zwei Tage, die halt so außerhalb des Wochenendes laufen. Und dann irgendwie sagt euer Silvester, dass ich halt da eventuell so ein bisschen die Kamera nebenbei mitlaufen lasse und mit euch ein bisschen rede, wir ein bisschen was trinken. Ne? Drunk-Streams müssen wir vorsichtig sein, sonst mettelt mich YouTube weg, von daher muss ich aufpassen. Deinen letzten Stream habe ich um eine halbe Stunde verpasst. Das war auch erst ein spontan Ding und da habe ich schon so ein bisschen gehangen und war so, oh, wie ich das noch schaffe, wie ich das noch durchhalte, ich weiß nicht, da ging es mir auch nicht so wunderprächtig, ne, also von daher, Und der war auch eher ruhig, da habe ich dann mal eher so ungewohnten Kram gezeigt, also ein bisschen mehr was zum Lachen und so, wer ist denn noch alle da? Chosen pennt schon, Lexi wird auch pennen, denn wir waren ja gerade noch bei Hank Loose im Stream gewesen, ne, ja, also, das wären erstmal so. Trotzdem warst über 3 Stunden on, habe ich mir angesehen. Wie? Im Nachgang? Hast du die nochmal angesehen? Ich staune, dass die Tatsache. Tut mir leid, meine Nase juckt, ist schrecklich. Ich staune, dass es wirklich Leute gibt, die sich wirklich die Streams immer im Nachgang in voller Länge geben oder eben oder in Skippen. Ist ja noch nicht so schlimm. Ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Aber klar, direkt danach angeguckt. Mann, ich werd noch rot, wirklich. Das ist ja.
Mann. Bei so werde ich immer verlegen. Also bei so viel positiv, bei so viel Liebe, die mir so in den knallt, da werde ich immer verlegen. Also ja, ob durch Aquarius, Chosen, Baron, dich, Bela, ne, ich konnte halt nicht mehr pennen. Ehre. Genau, Ehre, richtig. Wenn jetzt noch mehr Leute da wären, würde ich sagen, ballert doch mal ordentlich Herzen für die Gute. Ich möchte nur Herzen sehen jetzt im Chat. Aber okay, ist eben schon spät und ich hab's nicht angekündigt. Ich weiß noch nicht, ob das so Sinn macht, auf TikTok wirklich, sag mal, auch wenn du morgens bei Zeiten dran bist, gleich einen Stream anzusagen und dann, ob da noch ein paar rumkommen, ich weiß es nicht, ob das sich so lohnt. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben, wie gesagt, Views auf spezielle Videos irgendwie so sehr, sehr spät hereintrudeln. Zotti ist gerade nicht da, der ist gerade noch auf unserem Minecraft-Server. Ihr seid doof. Ehrlich. Das ist ein Unterschied. Ne? Und so viel Bewegung habe ich da in Uni. Ich meine, ich habe 10 Follower, ich selber, ich folge 15 und Likes habe ich 71. Naja, was soll's? Was soll's? Ich bin, wie gesagt, kein überkrasser Content Creator. Ich versuche ja nicht groß das Rad neu zu erfinden oder so, weil es alles gibt. Musik, Kochen, Live-Wichsen, wisst ihr, ich meine, es gibt alles. Von daher ist es halt schwer. So, und deswegen, ne? So, dennoch. Ich habe 4 Follower und streame nicht mal. Genau, ist ernst gemeint. Das macht bei dir ich denke, deine Sympathie und deine Empathie, die du ausstrahlst und ne, auch dein Charisma, ne? Denn ihr müsst wissen, die gute Bela schreibt nämlich Bücher. Fantasy und Fantasy immer. Ne? Zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ne, von wegen, wenn sie damit wirklich mal groß an die Öffentlichkeit geht, ne, von wegen, dann werde ich euch darauf auch nochmal stoßen zu gegebener Zeit. Auch an alle, die jetzt hier den Stream wieder im Nachgang gucken oder auf YouTube, seid gewarnt. Ne? Für Freunde mache ich immer gerne Werbung. Ne? Ich habe ja auch, wie gesagt, Leute verlinkt. Die gibt es frei im Internet zu lesen. Hust. Achso, stimmt, genau. Dann baller doch mal jetzt hier mal ein paar Links drin. Weil ich habe ja nur doch eine ganze Menge gefunden, ne? Tu dir keinen Zwang an, hab keine Furcht. Wie gesagt, ich habe ja unten auch noch mal ein paar Streamer vorgeschlagen, ne? Wisst ihr ja? Zwei davon sind gerade online. Die anderen sind inaktiv. Es ist ja auch Sonntag. Es ist ja auch Sonntag. Scheiß drauf. Ey, da war ich ewig nicht mehr drin. Das kommt wieder. Das kommt wieder, bin ich vollkommen sicher. Oh, Mike. So. Gut, Frau schläft, Kinder schlafen. So, dann können wir ja dann, dann geht mal zur Tat schreiten. Also, der Grund, warum ich heute hier bin, ich habe ja nur gestern flach gelegen und ich habe mir so wieder etlichen Dulli-Kram gegeben. Und dabei bin ich über jemanden gestoßen, was mich fassungslos zurückgelassen hat, wo ich mich wieder gefragt habe, wieso, wie kann denn so eine Scheiße knapp 10 Millionen? 10 Millionen Abonnenten generieren und die natürlich dementsprechende Klickzahlen. Wie kann man das als Entertainment deklarieren? Ne? Jetzt hast du 5. Googelt einfach Jana Krenai. Da gehört eh alles zu mir. Also, wisst ihr Bescheid. Danke, Blöck. Was ist eigentlich diese Blöck? Ist das scharf oder was ist das? Ja, also wie gesagt, ich habe da so einen Dulli gefunden, den kennt bestimmt einige von euch auch. Ich meine, ich bin ja nur älter, ich muss ja nur nicht alles kennen. Aber, wartet, ich mach mal kurz meinen formschönen Screen hier dicht. Moment, ich erkläre es gleich mal. Dann erkläre gleich mal. Da kann ich meine Introduction weitermachen. So, pass auf. Ich habe ja ein paar mehrere davon. Ihn hier. Finde ich schrecklich. Das ist so für mich so der Gipfel der Verblödung. Ne? Topper Guild, also ganz klarer Überdulli. Dessen Kanal zählt, wie gesagt, fast 10 Abonnenten. Soll wohl ein richtig berühmter TikToker sein. Und ihr seht, alleine für diesen Scheiß hier hat er schon 1,1 Millionen Daumen nach oben. Ich meine, sind denn die Leute einfach nur bescheuert oder was? Die Frage muss ich ganz klar stellen. Ich meine, ich habe ja sowieso, wie gesagt, eine sehr, sehr seltsame Sicht auf die Dinge. Also alle, was mir zu blöd ist, wird ja von mir sowieso angeprangert, ne? Nur mit der Ausnahme, dass ich mich jetzt halt nicht hinstelle, so wie Stay und bla, die wir gerade bei Hank Loose im Stream gesehen haben. Stay ist anstrengend. Also den mag ich gar nicht. Wirklich. Mag ich gar nicht.
Ach, naja, wie gesagt, du hast jetzt auf 80 Jahre abonniert und gespendet, so gesehen, und jetzt permabanne ich dich, weil mir deine Meinung nicht passt. Also komm, echt. Zieh den Stock aus dem Arsch, du Penner. Mann. Der erste Community-Hof von der Freundin bei Stardew Valley, ihr erstes Schaf, hat sie nach mir benannt und seitdem blöcke ich mir ein zurecht. Das ist Lebensmittelverschwendung. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Richtig. Meinst du sogar Clio wegen Stardew Valley? Weil dann weiß ich, was du meinst. Hab sie. Ich bin ihr ja auch gefolgt. Ne? Dank Lexi. Also Lexi, du hast Schuld, dass ich Clio gefolgt bin. Da hast du's. Ihr wisst ja, Spawns kein Mord. Könnt ihr gerne auch mit mir tun, wenn euch mein. Genau. Ja, genau. Clio. Wenn euch meine Lava nicht zu doll langweilt und dem, was ich hier so alle tue, dann folgt mir gerne. Ne? Ihr wisst, Spawns kein Mord. Ich sag nicht von wegen so teilen, liken, abonnieren, bla bla bla. Hilft den Kanal auf jeden Fall. Wie gesagt, ich sitze hier zum Spaß. Zum Spaß. Nicht wegen Barne oder so. Ich sitze hier einfach, wie gesagt, bloß zum Spaß. So, gucken wir da jetzt mal kurz drin. Vorsicht, ne, wenn ihr Kopfhörer benutzt, ne, könnt ein bisschen laut werden. Also ich drehe mich auch mal ein Stück runter. So, gehen wir doch mal rein, den Lachs. Und Achtung. Pizza Dough! Pizza Mozzarella! Pepperoni! Pizza Dough! Nummer 2. Red and Black Pepper. Jalapenos. More hot sauce. Perfect. Hot sauce. Nummer 3. More bread? Der Typ ist so einfach nur Stulle. Ja, ihr habt es bestimmt gerade an meinen Blicken gesehen. Ne? Also, wir haben irgendwo eine Inflation hier gerade, Lebensmittelpreise explodieren. Manch einer kann sich nicht mal mehr eine Büchse Konservenfraß leisten. Wir haben in der Welt Millionen hungernde Kinder und Familien, die sich nicht leisten können. Und dann gibt es solche Arschlöcher, die der Meinung sind, von wegen, that's Entertainment, darüber lacht die Welt, ne? Die halt im großen Stil Lebensmittel verschwenden. Ich frage mich, wo ist denn die Faust, die so von rechts nach links im Bild geflogen kommt und den Typen mal richtig so in so links und rechts und links und rechts und links und rechts und so. Weißt du, bis die Ohren schlackern. Alter, beleidige mir bitte mal. Was? Beleidige mir bitte mal das Brot nicht. Das kann jetzt dafür, dass das Brot geworden ist. Hast recht. Vor allem hat Brot einen höheren IQ als der. Ja. Definitiv. Vor allem diese selten dumme Geschrei von dem Typen auch dabei. Wie gesagt, Bingo! Lässt mich fassungslos zurück. Ich hab das gesehen, ich dachte mir, das kann doch ja nicht wahr sein. Das ist so abwegig, das kann doch ja nicht sein. Hier, pass auf. Team behind me, I am Da. 9,38 Millionen Abonnenten. So. Für Scheiße. Und ihr kennt meine Meinung. Keine Klicks und Likes für Scheiße. Ne? Wie gesagt, ich habe selbst drei Kinder. Und ihr kennt auch selber hier bei uns im Ghetto, denn ihr wisst ja von wegen wie der WTV live aus dem Plattenbau, ganz genau, ne? Auch wir haben hier mit krasser Armut zu kämpfen, ne, natürlich, ne? Und gering verdienen und hast nie gesehen. Und ich hab's auch hier Leute mit Kindern, die Kohle nicht haben, um sich was Vernünftiges zu kaufen, hast du nie gesehen und so. Und am kleinen Finger verhungern, so, ne? Und dann gibt es so was. Und das ist der Hammer. Hier, gucken, und diese Videos. Das ist so. Ah.
Und das feiern die Kids? Jetzt mal, ey, das ist doch nicht euer Scheiß Ernst, Mann. Ah, Junge. Da gibt's aber noch mehr davon. Sich immer mal wieder auf TikTok. Ja, genau. Vor kurzem habe ich immer gesehen mit Spaghetti, Tomatensoße und Fleischbällchen. Und ja, das ist der Hammer. I think everyone can agree. Womit? So wie der aussieht, wohnt der bestimmt noch oben bei Mutti oder so. Du hast doch jetzt nicht ernsthaft was anderes erwartet. Nein. Habe ich natürlich nicht. Wie gesagt, ich guck mir bis, wie gesagt, noch jetzt noch ein paar Sachen an. Was ist hier? Their drinks are 99% ice. 28 coffee? Ah! We need more ice! Okay, now for the coffee part. Hold on! I have an iced coffee for Wasil. Wasil? Venti iced coffee. Nicht witzig, überhaupt nicht witzig. Für jemanden wie mich, der in den 18 geboren ist und noch irgendwo Sitte gelernt hat und Dinge und Werte, trotz hammerharter Erziehung, muss ich ins klipp und klar sagen, nein. Wartet. Barbecue! Barbecue Sauce! Mustard! Ketchup! Perfect! Barbecue! Barbecue Sauce! Jetzt reicht's. Bin gleich wieder da. So, kann man den dann auch ertränken? Ich frag für einen Freund. nee, ich hab eine bessere Idee, denn er hat nämlich gerade was gemacht, womit ich gar nicht klarkomme. Und ihr wisst, gegen absolute Idiotie ist ja kein Kraut gewachsen, von daher. Was hat der da gerade gemacht mit den Nuggets? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ihr wisst ja, ne? Ab und zu McDonald's muss ja sein und für mich am besten gleich ein ganzer Eimer mit Nuggets plus Currysoße, ein McRib, vielleicht ein paar Pommes, Curly Fries und einer großen Coke. Und dieser Depp da wagte Tatsache, meine geliebten Nuggets so zu verschwenden und so zu versauen? Nee. Tut mir leid. Da bin ich dann noch raus. Mann, Alter. Und keine Angst, die ist nicht echt. Ne? Aber ihr wisst schon, wo ich hinaus wollte. Ne? Das ist halt. Das kannst du keinem erzählen. Vor allem, wieso sperrt man denn sowas nicht weg? Die Leute, die leiden Hunger, Mann. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Was ist das? Okay, das haben wir schon gehabt. Das haben wir auch schon gesehen. Was gibt's noch von dem Dulli? Und solche Leute haben mitunter auch, wie gesagt, irgendwo eine Vorbildfunktion im Internet, irgendwie so. Die Girlen sehen das, ne, und dann drehen die Blagen durch und machen das nach und finden es cool. Ja. Kann ich nicht verstehen. Was das? Grandma made this look like part of. Oh Gott. Upside Down Pringles Prank. Ja, ja. Hab mir schon mal gedacht, das so habe ich ihn eingeschätzt. Gott, geh mal zum Friseur, Alter. Tipps da ja, ne.
Aber hier dann nicht so viel von dem Kram, ne? Also auf TikTok irgendwie so grassiert ein bisschen mehr von dem Scheißdreck, aber hier, wie ich sehe, hält sich noch so ein bisschen in Grenzen. Alter, Vater. Nix, nix, nix. Nee, okay. Okay, das war vor 2 Jahren. Ja, wie gesagt, nicht lustiger Typ, also sollte man permabannen, den Vollidiot, also wirklich, das ist, ah. Ich kann Haare schneiden. Die neue Frisur kriegt er dann von mir. Scheren sind verdammt scharf und so. Ja. Dann sollte er aufpassen, dass er nicht aus Versehen irgendwo so ein Ding mal eben in der Schlachader hängen hat, ne? Gottes Willen, ey, okay. Solche Dullis dominieren das Internet, ja. Ich sage ja von wegen, ich bin ja schon blöder, ja. Die Leute werden nicht alles mögen, wie sie, was ich so verzapfe, aber kommt, ey. Das ist ja. Nein. Oder was sagst du, Aquarius? Also wirklich, das. Nee. Kannst du dir nicht mehr ausdenken. Mann, jetzt bin ich schon wieder so sauer, jetzt bin ich schon wieder wärmer hier. Okay, gut, von dem Dulli gehen wir doch mal zu anderen Internetschmutz. Und zwar, ich habe nämlich ein paar neue Kompilationen gefunden hier, ne, von wegen TikTok. Und falls ihr euch fragt, warum ich explizit, der macht mich sprachlos. Ja, genau, richtig. Wisst ihr, selbst Icke muss halt im Alltag sehen, wofür ich meine Kohle rausschmeiße. Also jetzt rein fressentechnisch und so, ne? Dass ich es eben nicht übertreibe, aber eben so, dass halt wirklich alles passt und das auch vor allem primär den Kindern an nichts fehlt. So, und man selber, wie gesagt, steckt auch ab und zu mal ein bisschen zurück. Denn egal, ob nur, wie gesagt, egal welche Schicht, Geldprobleme haben wir alle. In der derzeitigen Situation mit Inflation, allem drum und dran und Scheißdreck, hast du nicht gesehen. Und dann sieht man solche Deppen, die halt Lebensmittel im großen Stil verschwenden. Und das lustig finden. Ja, wieder lustig. nee, kann ich da nicht verstehen. Und da ist dann wirklich von mir so raus damit. Ne, Löschung einleiten, ne? Ganz klarer Fall. So, und warum ich mich, wie gesagt, so an TikTok festkralle, ganz einfach, wie gesagt, ich sehe einfach, wie gesagt, wie meine Frau diesen Quatsch täglich konsumiert. Ich selber, ich gucke halt nur ab und zu mal rein und interagiere via TikTok mit meinen Leuten. Primär via Aquarius, hast du nicht gesehen, ne? Und, was man hier so sieht, ne? Also ich habe hier schon irgendwelche halbnackten Alten gesehen, die kein Höschen trugen, habe ich euch erzählt. Da war ich auch so, what? Ne? Und generell auch, wie gesagt, irgendwie viele Weiber, die ihren Arsch oder wie sicher gerade hier ihre Wöchel in die Kamera halten und so. Und boah. Also ich sage ja von wegen, what? That girl, older man, 35 to 55 years, what? Dating Girls My Age. Ja, na, wenn ihr euch so halt zur Schau stellt. Wie gesagt, das ist, wenn man sich selber nicht mehr wichtig genug ist und dann halt, von wegen die Hemmschwelle ist ganz, ganz dünn. Ganz dünn. So. Und deswegen, um auf noch mehr Schmutz aufmerksam zu machen, von wegen, liebe Kinder, seid ihr warnt vor TikTok und liebe Eltern, guckt mal ein bisschen genauer hin. Machen wir jetzt hiermit weiter. Und gucken kurz mal da rein. Ich weiß nicht, was mich erwartet oder was uns da erwartet, ne? Besser gesagt, ich habe keinen Plan. Wir werden es gleich sehen. Warte mal, guck mal nochmal jetzt kurz zu Zotti rüber, ob der noch zockt. Zotti zockt. Ja. Wartet mal. Sag mal. Holla! Nee, warte. Markier beantwortet. Keine Angst, ich habe meine Shader deaktiviert, um halt ein bisschen Ressourcen zu sparen. Hi! Zotti sagt hi. Okay, gut. Wir gehen wieder zurück ins Studio und gucken da mal rein. Your hair looks very bouncy. Lustig. My man is not in danger. Would you all please What? Where, what if you're in serious stop asking him that? Ah, den Kuh-Typen, den kenne ich aber. Der war lustig. Oh, TikTok. My favorite of the apps that are named after the sound a clock makes. And believe it or not, that's a pretty competitive category. Now, like every single social media site, TikTok has some good and TikTok has some bad. But because we're miserable on this channel, we like to focus.
starke Hathaway-Frisur. On the bad things in life, so today that's what we're gonna be doing. In my Discord, link in the description by the way, I asked everybody to send me their weirdest, their cringiest, just the worst TikToks they could find. And I've taken the one... Apropos Lebensmittelverschwendung, ich mag auch nicht diesen ganzen ASMR-Scheiß, ne? Also diese Competitive Eaters, ne? Die dann halt auch so große Mengen Futter mit immer in eine Figur wemsen und sich dann da brechen oder so. Das ist genauso ein Quatsch, ne? I think fit the bill the most, and today we're going to be going through them. However, I also chose some of the most popular ones that were sent in, so I don't necessarily agree with every TikTok in this video being described as the worst on TikTok, but hey, this is a democracy, baby. You gotta give the people what they want. But we'll get into that more as we get to them. So buckle up and prepare yourselves to see what your fellow viewers have deemed the worst videos on TikTok. Let's begin. Please subscribe. Win streak! Aber das musst du jetzt oder ne? Hey, please subscribe. Ey, fuck it, ey. Das muss natürlich nochmal drin. Please subscribe. Scheißdreck. Weiter. Your hair looks very bouncy. All right, all right. Decent start. Classic bad TikTok. I think we've all seen this bad boy before. Yeah, when I first saw this one, it was definitely painful to watch, but I think I've... Oh, jetzt kam doch gerade noch ein paar drin. Herzlich willkommen an alle, die gerade zugucken. Hallo. Seen this clip so many times at this point that I've kind of become immune to it. Not really doing it for me. Here are three signs of me hinting that I want you. Number one, I may or may not growl a little bit when you're near me. Yeah. Also hätte ich oder würde ich das meiner Frau machen, ne? Also von wegen so ein Zeichen wegen, dass ich sie gerade will. Und ich würde machen, dann würde sie mich fragen, Schatz, soll ich die Jungs mit der weißen Jacke anrufen und dich in die Forensik jagen? Number two, if you ever hug me, just expect a little bit of nibbling on your earlobes. Number three, of course, is the lip biting. Oh, Junge, da lüft's mir aber gleich eiskalt den Rücken runter. Meine Fresse. Pfui. Aber oh Gott, wenn ich eine Frau wäre, die würde ich... Oh, würde ich klatschen, ey, wirklich. Yeah, that's pretty bad. Now, I looked at this guy's account, and I'm pretty sure it's all satire. Actually, I'm positive that it's all satire. However, I'm a pretty big believer in the fact that just because something... Selbst wenn's Satire ist, ist es trotzdem irgendwo cringe. Also in der richtig... Ich meine, mich hat's gerade geschüttelt. Ich hab grad Ekelpille bekommen, ja? Ob scherzhaft, ich mein's oder nicht, aber es ist so... Gibt Sachen, die solltet nicht heben, ne? Vielleicht gehört auch dazu. Weiß ich nicht. Aber da scheiße ich drauf. Ich meine, ich mach mich ja nicht zum Clown auf TikTok, indem ich halt, ja, weiß ich nicht, einen Eimer Tomatensauce auf meine Nudeln kippe oder wisst ihr Geier, was? Ihr wisst, was ich meine. Satire does not exclude it from being cringy, and this is a great example of that phenomenon. Just because you're doing something as a joke does not mean it makes it easy to watch. This hey, video richtig, was a. Richtig, er hat's gerade gesagt. Er hat's gerade gesagt, genau. Definitely a gut punch. Oh. Eggplant! Alright, so you got your... Bela, tu mir bitte den Gefallen und mach sowas nicht auch nach, dass du quasi ins Bild rutscht. Blöck! Standard run-of-the-mill random equals funny TikTok. Not one of the worst ones I've ever seen, but yeah, he definitely seems like he's regretting recording this as he's ending the video. I mean, just come on, look at those eyes. Are those the eyes of a man who was proud of what he's just done? I think we all know the answer. Danke für die Flausen, den merke ich mir. Ja, da musst du leben. Ich hab eine sehr, sehr blühende Fantasie und Kreativität. Ne? Ich meine, ihr habt's ja gesehen, ne? So... Ein bisschen was habe ich ja schon sehen lassen, ne? Von wegen Dulli-Parade, hast du nie gesehen. Ein bisschen was fällt mir doch immer noch ein. Also ein bisschen kindliche Kreativität habe ich doch, aber ich mache sie nicht zum Problem anderer. So wie hier, ne, Mister von wegen. Hanses! Pfff! Echt! Wirklich durchladende Ding und. Ey. Sir. Ja doch, ihm fand ich lustig, okay. I'm a fat cow, and I want all your jockey milk! Erinnert mich von der Stimme her wie meine Ex-Schwiegermutter. Oh!
Yes, Johnny Ridlid. Now, we've talked about him before on the channel, and I think he falls into the category of people who are self-aware, like he knows these videos are horrendous, and that's why he uploads them. I'm pretty sure this is his job. But, once again, as I said earlier, just because you know you're doing something cringy does not make it not cringy anymore. So, yeah, I've never been a very big fan of these videos. Can't say I'd watch them in my free time. Say! Oh, kannst du nicht antun, ey. Alter, Mann, wo nehmt ihr diese Arschlöcher her? Wo kommen denn diese Arschlöcher her? Denken die denn wirklich, das ist in irgendeiner Art und Weise lustig oder so? Es geht wirklich nur darum, sich so schlimm wie möglich zum Affen zu machen. Also eben richtig, also ein richtiger Kern-Assi-Content für Kohlen. Ne? Ich meine, das wurde mir ja auch mal empfohlen, so Rage, Assi-Rage-Content zu machen, um halt eine größere Reichweite zu bekommen, aber nee. Ich bleib mir selber treu. Und jetzt bitte mit einer mit so einer schönen Kreissäge, mit so einer Tischsäge. Mach mal. Würdest du gerne sehen? Alright. Dann immer schön mit dem Kopf durchziehen, sowas. And so we've got a few from this guy. I've had so many people send me so many different videos from this TikTok account. He does a lot of the face humor, a lot of just the loud equals funny kind of stuff, and it's not very fun to watch, I'll tell you that much. This guy right here has 42.6 million followers. Wait, Moment, jetzt war gerade raus. Guy right here has 42.6 million followers, by the way. Ja, das ist. Kommt er sich selbst nicht bescheuert vor? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Bela. 42, noch was Millionen Follower, ne? Also. Naja, okay, wie gesagt, die Japsen, Chinesen, wie auch immer, wie gesagt, die spinnen sowieso, die gucken sich eh den Scheiß an und finden alles lustig. Da wundert es mich nicht. Oder die Abonnentenzahlen sind gekauft. Könnte auch sein. Gut, mach ich natürlich nicht, ne? Ich sag immer von wegen, die herkommen, die kommen dann aus freien Stücken und dann ist es doch ehrlich. Kaufen kann jeder, ne? Nabend, Sotti. Warst gerade live. Wir waren gerade mal gucken gewesen, was du so machst. Oder, naja, ich hab gesagt, sag mal hi, sag mal hallo. Namen Zotti. Nicht? Muss ich dir das Geld jetzt zurückzahlen? Auch Benno. Ah. Geld? Was? Wieso? Was denn für Geld? Bin ich gerade schon ein bisschen raus. Tut mir leid, Corona-Demenz und so, ne? Ich bin ja doll K.O. Nee, alles gut. Aber du weißt, wie ich das meine. Es gibt Leute, die versuchen halt eine künstliche Reichweite zu generieren, indem sie halt schnell Moneten rausballern, um Abonnentenzahlen oder eben um Abonnenten zu kaufen. Ne? Damit der Kanal wächst. Ist aber nicht real. Das sind unterm Strich Abo-Leichen. Die werden nicht einmal drauf gucken und nicht einmal draufklicken. Es ist nur eine Zahl, auf die du dir ihn abwechseln kannst. Mehr ist es nicht. So, und ich habe immer gesagt, ich möchte halt true bleiben und wenn hier mal einer vorbeikommt durch Zufall, der sagt von wegen wie so, ja, okay, gut, den ostdeutschen Spinner, den mag ich mit dem, was er da sagt und hier mit seinen Meinungen konform, ne, dann, ja. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch. Wartet mal. So, und dann streamst du. Du redest gerade über sowas. Und jetzt guck mal hier unten rechts im Bild. Ja? Wanna become famous by followers, primes and viewers. Ja. Weißt du, es kommt immer darauf an, wie man Fame oder aus welcher Betrachtung, aus welcher Perspektive man Fame sieht. Wenn ihr mit Fame meint, wie viele Leute euch in den Arsch kriegen und euch mit Geld beschmeißen, ja, na, bitte, ich nicht. So. Benachrichtigen und deaktivieren. So. Blockieren. Und ciao. Einen schönen Tag noch. Schönes Leben noch. So, also ist schrecklich.
Wirklich, wirklich schrecklich. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Von wegen, stay true, bleibt dir selber treu und dann ist es auch okay. So. Und wer bleiben möchte, wie gesagt, ich bin für jeden dankbar, ne? Deswegen habe ich es auch, wie gesagt, mit Bela gerade nochmal angesprochen. Am Anfang des Streams und benenne auch die Leute halt nochmal so explizit in einem externen Video und sage von wegen, danke, dass du da bist. Danke, dass du einfach da bist und meinen Scheiß erträgst. Und Bock darauf hast. Ne? Und darauf kommt es doch an. Einfach um mal Danke zu sagen. Ja. Ich meine, Aquarius war der Erste. Aquarius war der Erste mit so einem langen Text auf meinem Zweitkanal auf YouTube, ne? Und da dachte ich erst einen Moment von wegen so, okay, gut, es ist aber kein Troll. Also der mobbt mich nicht, oder? Oder wie so von wegen so Mobbing. Nee, das war sein Ernst. Und dann mache ich doch was richtig, wisst ihr? Ich meine, dann bin ich hier und dann macht mir doch Spaß, ne, mit euch. Alles cool. So, gut. Der ist weg. Ah, ist immer ungewohnt zu gucken, wo Zotti ist, weil jetzt nämlich oben immer steht Moderatoren. Zippomann, ne? Gut. Wusa, gucken wir weiter. 42.6 million people decided that this was good enough content to follow a person for. I really think we should be looking into that. I am not the king! I am not the girl! I am... Junior. Junior! Total beknackt, die Mods stehen oben oder nicht? Ja, Mensch, Bela, nur bitte, bitte, ich appelliere an dich als Frau. Nur hab doch mal ein bisschen Mitleid mit dem alten Dulli hier, der noch nicht alle Kniffe kennt, ne? Ich meine, wir machen das jetzt seit über anderthalb Jahren mit Wieder mit TV und Wieder mit TV ist eben errichtet worden aus der Prämisse heraus, von wegen mich neben der Musik so ein bisschen nochmal so abzubilden, ne? Von wegen, also eine bestimmte Mehrheit im Underground kennt halt nur die Figur wie Devil, so, aber wer ist denn der Typ dahinter, ne? Und dann, seit wann haben Frauen Mitleid? Hast du auch wieder recht. Guck mal meinen Stream live aus dem Krankenbett. Was mir da meine Frau für ein Ding verpasst mit dem scheiß Venom-Kissen, Alter. Mein Auge hat jetzt noch Probleme. Nee, aber ich wollte halt von wegen, ne, dass die Leute halt auch sehen, von wegen, okay, ich bin kein durchgeknallter Typ, der den ganzen Tag hier schminkt, durch die Gegend läuft, mit Kindern und so, von wegen, man, der ist ja gefährlich, wenn der so in der Nähe seiner Kinder auftaucht, dann ist es ja Kindeswohlgefährdung oder wie so ein Scheiß, ne? Und weil eben auch wieder viele Fragen offen waren. Von wegen, wie lange bist du Musiker, wie hast du das gelernt, was machst du sonst noch, Jan? Hast du diese, also einfach die Person dahinter kennenlernen wollten. Deswegen gibt's wieder mit TV. Genau aus dem Grund. Und eben halt, wie gesagt, auch wegen Musik und Gaming und hast du nicht gesehen. Deswegen bin ich hier. Einfach, good times, good streams und Feierabend. So. Ja. So. Danke für dein Follow. Schon wieder, selbst um 23.41 Uhr an einem Sonntagabend zur Primetime ist noch viel, viel Liebe hier im Umlauf. Mega. Gerne. Blöck. Mensch, ich brauche auch ein Schaf. Ich brauche irgendwie eine Schaf-Emote oder irgendwas. Mensch, ich brauche Schafe. Wir brauchen Schafe. Das Bela-Vampira-Schaf brauchen wir. Am besten so mit so lila Flügel und dann halt auch so schwarzen Hörnern und so. Und dann irgendwie... Irgendwas fällt mir dann noch ein. You know what, I've honestly... Erstick. We gotta respect this one... Blöck? Blöck! Ausrufezeichen. More than the others. At least this looks like it actually took some, I don't know, effort, maybe? I don't think I'd be willing to do this for a TikTok, so you know what? I'll let this one slide. If the Yankees were gonna win a world... Lila ist ja jetzt, nicht so meins. Na, wegen Gothic, ein schwarzes Schaf, lila Flügel, also ein paar Kontraste brauchst du schon, ne? Meine Farben sind ja auch, schwarz und rot, aber... Ja, manchmal mag ich auch Ausnahmen. Series, but you had to give each other a hall pass. Would you do it? Absolutely. Yeah. Okay. Why do you have to? Who does she have to? You can pick anyone who you want. Who would you pick? Anyone in the world. My ex-boyfriend. Oh my god. Holy shit. Who would you pick? What? Schwarz und Türkis. You.
Aww. All right, so this is probably the first one we've seen where it's just pure, genuine cringe, real uncomfortableness. First off, to say that you would cheat on your boyfriend or girlfriend just to have a sports team win a championship is... Würde ich niemals tun. Da könnten... fantastische Kombi. naja, wart ab. Du kennst meinen Humor, du kennst meine Kreativität. Irgendwas lass ich mir noch einfallen. Irgendwas. Ne, einfach nur, um Bela nochmal so ein bisschen Credit zu geben. Irgendwas fällt mir schon ein. Nee, Untreue geht für mich gar nicht. Also da könntest du mir die geilste Puppe mit dem schönsten, knackigsten Latina-Hintern oder so, weißt du, und solchen Masongas hinstellen, weißt du, das lässt mich kalt, weißt du. Ich meine, ich habe eine Entscheidung getroffen irgendwann vor 10,5 Jahren. Ich habe Kinder mit dieser Frau in der Welt gesetzt. Ich war bei den Geburten mit bei gewesen. Wir haben so viel Scheiße durchgestanden. Also, nee. Generell macht mich das komisch. Jetzt hör aber auf. Ich bin freiwillig hier. Hat damit nichts zu tun. Ich find's toll, dass du hier bist und möchte gerne, also, ne, von wegen, ne. Ich bin so, ne. Wenn dir jemand was Gutes tut, sag Danke. Zeig dich erkenntlich, so eben. So, ja, also, macht mich das irgendwie komisch oder dass ich eben zu so einer aussterbenden Gattung gehöre? Ich meine, ihr wisst ja, wie heutzutage läuft, ne, von wegen, man trifft sich, kommt zusammen. So. Geht in eine Kiste, in Streit, bumm, getrennt, hast du nicht gesehen. Und ich bin halt noch so der Part, der halt sagt von wegen, wie so, nee, nur weil mal schwierig ist, oder wir generell als Paar sind halt so der Gemeinschaftspart, der halt sagt von wegen, nur weil mal schwierig wird, sollte man nicht gleich, das Korn in eine Flinte werfen, ne, und, ja. Und auch wenn es mal schwer wird, und ja, man eckt oft miteinander an, zusammen, so, ne, bin ich ja trotzdem da und ihr treu ergeben, ne. Manchmal fühle ich mich wirklich, als wenn ich irgendwie... Doch, doch, aus der Reihe tanze. Also, als wenn sie wirklich zu so einer aussterbenden Gattung gehört. Naja, ich habe eben noch Werte. Ja. Und das sollten andere Kerle auch. Ne? Unbelievably weird. Frauen sind toll. Frauen können toll sein. Ne? Zeigt euren Mädels ruhig mal ab und zu öfters, dass ihr es lieb habt. Ne? Also, so weg mal. Hier mal ein Sträußchen. Oder da mal eine kleine Geste. Oder wie neulich, was ich euch erzählt habe, mit Animal Crossing mal eben so zwischen Türen angefangen, wegen so. Also eben so kleine Aufmerksamkeiten, ne, erheitern das Leben des Partners, ne. Ups, falsches Fenster, verdammt nochmal. Zwiebitscher mal. And then to say that you would choose to do it with your ex. Das bringt nur nichts, wenn man so romantisch ist, wie eine Dose Bier. Ja, da hast du auch recht. Da hast du auch recht. Meine Frau ist so halb und halb, würde ich sagen. So 50-50. Zum einen kann sie das annehmen, wenn ich sage von wegen so, ey, Schatz, toller Arsch. Oder irgendwie so, oder von wegen so, Schatz, du hast die tollsten Augen. Du hast Fehler, die kann ich an einer Hand abzählen. Ist wirklich kein Scherz. Ne? Man möchte meinen, gibt's nicht, aber Tatsache. Also meine Frau hat so viele Macken, die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Ne, die möchte ich jetzt aber hier nicht nennen. oder von wegen, Schatz, ich liebe dein Stupsnäschen. Oder wenn du dich über irgendwelchen Blödsinn wegschmeißt. Oder halt eben so Liebeschwüre. So. Dann kriegst du halt meistens halt einen ganz roten Kopf, guckt verlegen weg so. Jo. Jo. so sie ihm, ne? Real Story. Real Story. Richtig. Aber so ist es. Naja, und manchmal, ein heißer Feger, ich, was? Für einen Besen, er, du bist doof. Ja. Und mal ist sie, ja, mal sind wir halt auch so gepolt, also wie, ne? Und, ja, darf sie wie so ernst nehmen, unterm Strich wisst ihr ja, was dann hast, ne? Boyfriend, and then your boyfriend said, ja, Aquarius, du lachst es auch wirklich so. Is he'd still choose you? Yeah, something tells me that this relationship is not gonna end in marriage. I'm blind, let's try this again! They overnighted me a brand new one! Packaging! The reveal! Gosh, oh my gosh, oh my gosh. Presented to... Play button. Anthony Ferraro? And it says your name... What? It was spelled wrong in print.
Well, how did they spell it? It's missing the second N in your first name. Anthoy? Okay, well, let's try this again. Never give up. One love. All right, so for a bit of context, this content creator... Oh, es werden Osterglöckchen gepflückt. Und da es keine Vase im Haus ergibt, nimmt er halt eine leere Flasche Bier. Okay. Osterglöckchen. Naja, komm, aber erstmal ist ja noch Weihnachten, ne? Da darf ich gar nicht denken. Der ganze Run auf die Geschenke und die Leute kaufen ja wieder wie blöde. Ich hab zum Beispiel, ging ja nicht anders, ne? Also meine Frau ist ja Corona-negativ, die ist in Kofen gegangen. Ich sag, ey, geil, Kaufländer Milky Way, hol doch mal. Geht bei Zeiten rüber, nicht mehr da. Und es ist, weil die Leute kaufen und kaufen und kaufen und kaufen und bunkern und bunkern und bunkern und raus dabei kommt dann hier sowas wie Topper Geld. Wirst du Hot Sauce? Alter. Is blind and the first plaque they sent him, I think they said they were gonna do it in Braille and they didn't. So they sent him a new one and as you can see, the name is misspelled. However, I don't really know if this is YouTube's fault. Obviously, not a lot of people are gonna know this, so this is why I think the video went viral. But when you order a YouTube plaque, they don't just automatically put... Sieht ein bisschen aus wie Cactus Jack, so. What your channel name is, you can type in whatever you want. So if you just want your first and last name on your YouTube plaque, but that's not what your channel name is, you can still get that. So I think the wife or the girlfriend, whoever this lady is, might have spelled it wrong when ordering it and is now trying to blame it on YouTube. Maybe they didn't, maybe it was spelled right the first time they ordered it, I don't know. Just thought that was an interesting thing to talk about. My man is not in danger. Would y'all please stop asking him that? Nah, you tripping. I eat meat. Mm-hmm. And children, I eat meat. Ja, und Kinder, so wie du aussiehst. Ist die wirklich so alt? Oder ist das eine Maske? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, Junge. Oder die muss gut verdienen, also wo manche ihre Dinger drin stecken, nur so. Ach, ich weiß nicht. Ja. That's something that you can eat every single day and not get tired of. Alright, so this is another account that people have asked me multiple times to cover. You know what every YouTuber is calling TikTok's worst couple. Honestly, I really couldn't care less if what, like a 30-year-old and a 70-year-old want to date each other? That doesn't really- Boah, nein! Sie ist so alt und schwanger von ihm, wenn ich es richtig gekriegt habe. Boah, was? Warum? Boah, Alter, nee. Also auf alten Schiffen lernt man ja bekanntlicherweise segeln, ne? Und ich hab tatsächlich ohne Püppis so mit Anfang, Mitte 40, da kannst du immer noch Preisschild 20 draufkleben, so, die haben sich gut gehalten, aber Alter. They're in love. Oh nein. Bother me. Sure, some of the TikToks they make are kind of gross, but that's on purpose. Würde meine Mutter noch leben, hätte sie wahrscheinlich gesagt, ja, mein Gott, die muss ja Qualitäten im Bett haben. Oh, Junge. Just because people watch them. So yeah, I don't really have much to say about these two. Like I said. Wo die Liebe hinfällt und wenn sie eine Tonne landet. Oder oder in dem Fall im Sarg. And I'm not gonna really care if two people are dating as long as they're both happy adults. None of my business. When walking your date to your seat, never sit across from her from the table. Don't let each of you just casually walk to your table either. When walking to your table, lead her to where she's gonna sit and then casually sit next to her. Always be a gentleman and pour her drink before pouring your own. If there's a napkin on the table, make sure you unravel it and put it on her lap for her. Do this for her before doing your own napkin. Always put food on her plate before putting any food on yours. When your date tells you what she wants, take the initiative. Also, das ist schon wieder ein bisschen too much, oder? Wie ihr Gesicht auf seinem Hemd aber auch zufällig unscharf gedruckt war. zudem, Ding hier kann ich bloß sagen, von wegen, das ist aber ein bisschen too much. Ne? Also würde ich mit meiner Flamme essen gehen, dann würde ich, ja sicher, ich würde auch einen Stuhl zurückziehen und dann dir von wegen so, ja, komm, nimm Platz, hast du nie gesehen, aber ich muss jetzt nicht unbedingt noch was zu essen auf den Teller packen und klein schneiden und ein Sabberlätzchen ummachen und so ein Scheiß, also dezent. Nicht übertreiben, dezent. Ja?
Ein echter Gentleman macht sowas. In order for her. Yeah, no, don't do any of that. A great way to never get a second date or a callback is by treating your date like an idiot who can't do anything on their own. Und genau das wollte ich damit sagen. Peter. Also darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. gibt Frauen, die ballern dir eine, wenn du sie so bemutterst. Ja, eben. Dann heißt es nämlich gleich von wegen so, Gott, was bist denn du für ein Arsch? Hä? Traust du mir zu oder was? Entschuldige bitte. Ja? Also hier, meine vegetarische Putenbrust, die kriegt noch Linie geschnitten. Ja, Keule? It's not the 1950s anymore. You don't need to order for your dates. Sorry for the elevator music, but I saw this one and I knew that I had to... Aber kaum darf ich noch allein, oder? Richtig. Included regardless of what music was in it. Yeah, this one right here probably... Kaust du so vor und dann spuckst du auf den Löffel so, wie hier mein Tätzchen, da komm, oh, pass auf, dass du dich leckerst. Junge, Junge. It took at least 15 years off my life. Thanks a lot, Darman. Well, what did you guys think? Did I really dive into the worst of TikTok, or have I not even... Na, noch lange nicht, noch lange nicht. Ich denke, geht noch schlimmer. Warte mal, er hätte dann noch ins... Glaube ich, ne, August the Duck. Nee, wenn der Mund zu... wenn der Mund zu, Mund, alles andere lohnt nicht. Okay. These TikTok recipes should be illegal. Oh Gott. Ramen Pizza! I'm a fireball! I'm a fireball! Oh, TikTok. A land of great opportunity. Kind of. We've talked about TikTok and its ability to make somebody famous overnight and how that ability has made. Wenn du viral gehst, dann kann's passieren. Wenn nicht, dann nicht. Maybe not always been used in the best of circumstances. You know, we've all heard stories of TikTokers being outed for doing things that are maybe not the greatest actions on the planet, and how that means they probably shouldn't have had a platform to begin with. But sie sollten keine Plattform haben, um damit zu Beginn irgendwelchen Scheiß ins Internet zu blasen. Wartet mal. Wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn? Ein gutes Beispiel. Da ist eins. Hier. So. Der Grund ist folgender. Das hier. Dulli-Parade. Genau deswegen. Dulli-Parade. Ja, ist gut, komm, reicht. ja, genau aus dem Grunde. But we're not here to talk about. Mach ich Foto durch Facebook. Ja, schrecklich. But actual issues within the TikTok landscape, we're here to talk about things that bother me. Because come on, that's really what matters, right? Now real quick, sorry if you hear any bangs or thuds in the background. It sounds like my neighbor is deconstructing his entire home. Don't really know what he's doing over there, but hey, nothing we can do about it. But it's time to look at what you guys have de- Is that a Kerl or- Nah, she wouldn't do that. The worst TikToks on the internet. Now, I did a similar sort of video like this a few... Oh, die Mathe. Die Mathe geht ja nicht, Alter. Oh Gott. Ich meine... Once ago, and you guys seem to like it, so I... Ich meine, klar, hätte ich meine Haare noch, dann würde ich mir aber wieder meine Haare schwarz machen und dann wieder zu meinen Stachelschweinchen-Spikes machen und so, aber oh, diese Nudelnester-Kacklappen-Frisuren, wieso die... Verstehe ich nicht. I figured I would do another one. Now, normally I would be talking about one specific subject in a video, but today we're going to be going through some of the TikToks you guys have sent me that you said were the worst. I bet we're in for a wonderful time, don't you? Let's begin. Please subscribe. Oh my days, you need to try this healthy beef wrap. This recipe is dead simple, so let's start off with making your wrap with some lettuce. Plop your juicy beef on there. Drizzle some mayo, wrap it up like a little burrito. There you have it, it's super healthy and it's packed with iron. Alright, we are off to what can't really be considered a wonderful start. Nudelnester Kacklappenfrisur. Richtig. Richtig, finde ich schrecklich.
finde ich zum Kotzen. Aber das gilt für alle. Für alle. Egal, ob nur, wie gesagt, türkische Abstammung, deutsche Abstammung, spielt keine Rolle. Alle gleich bescheuert. Und dann schön mit Bauchtäschchen denn so, ne? Und dann diese Kuh, also hier eine Seite Kos und dann oben Rahmnudeln, ne? Also schrecklich. Oder eben dieser Kacklappen. Oder eben irgendwie so Uffi-Blasen, so Uffi-Blasener Halbballons, so. Oder wie so ein großer, nee, Eiersack, irgendwas, also kann ich kaum beschreiben. Es ist schrecklich. Ich frage mich, wann ist es in Mode gekommen? Wann ist es in Mode gekommen? Sehen alle gleich bescheuert aus. Alle dieselben Klamotten, alle dieselben Frisuren zum Kotzen, ey, Mann. What is that? That's not food. I don't even think that's really edible. No salt, no pepper, no nothing. Just some deliciously boiled meat and wet lettuce. Oh, can't forget the mayonnaise. Delicious. Alright, sorry, had to throw in the elevator music. You guys know how the copyright is. Now, I'm sure many of you have already seen this video, but if you haven't, this is Addison Rae's father trying to start beef with a joke rapper who has never talked to him by flexing shirt... rapper. ...less for TikTok. He also has dozens of other videos just like this targeting the same guy, and he's never gotten a response. This man is 46 years old. Do I really need to say anything else? What's up? I definitely wonder if this much spinach can, like, do something to me. Oh, mach das Maul zu. Oh, dann kann ich nicht haben, wenn irgendwelche Idioten auch fressen müssen wie ein Schwein, ganz ehrlich. Gut, ich kenne Kanäle, da ist es halt so, das ist halt so ein bisschen Stilmittel, ne? Das ist dann wirklich so für die ganz Hartgesottenen unter euch, unter uns, wie auch immer. Aber sowas kann ich nicht haben. Ich mag das ohne. Selbst Schafe essen besser. Blöck. Nee. Ja, stimmt. Selbst Schafe haben bessere Manieren, ne? Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich kann das nicht haben, auch hier zu Hause nicht. Also wenn an meinem Tisch jemand sitzt, der, wie gesagt, dann mit offenem Maul und so und sagt, ja, von wegen, ey, Alter, mach das Maul zu. Oder ich fülle dein Essen halt auch in so einen Napf und dann kannst du dann raus auf dem Balkon oder auf dem Flur mit den Katzen. Das ist mir egal. Aber irgendwo ein bisschen Tischsitte muss schon sein. Und ich finde es schrecklich, wenn man die Kamera anmacht, sich was zu fressen hinstellt und dann den Leuten irgendwie... Sich vom Internet so die Happen mit Maul zählen lässt und dann. Widerlich. Die sieht aus wie Meerschweinchen. Ja, richtig Aquarius. Stimmt. Ich will bloß noch die Meerschweinchen-Geräusche. Wiek, 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 wiek. I'm in the closet. Just, you know. Sometimes when everybody's home. Oh, Quatsch, lauter! Just can't, like, fully pull out the creative thoughts. All right, so I don't know if I'm like... Das sieht man. Kreativität gleich null. Ich mach halt falsch. Und die Tatsache, Leute wie sie, die setzen sich hin und sagen, that's content, that's entertainment. Die setzen sich hin und verdienen sich damit teilweise dusselig und blöde. Ich mach was falsch. Ich mach was falsch, wie wär's denn mit Kinderriegel ASMR oder mach ich's wie Rainer, ich setze mich einfach auf meine Zahncouch und guck einfach böse in die Kamera und warte, bis die Bahnerinnen kommen. Junge, ich sag ja, gute, ehrliche Arbeit ist heutzutage gar nicht mehr wert. Gar nicht mehr, also weder in der Industrie noch im Pflegewesen. Leute stehen da, die knüppeln 2-3 Schichtsystemen 12 Stunden mehr pro Tag, 15 Stunden, 16 Stunden und noch mehr. Und die gibt jetzt solche Dullis, die sitzen sich hin. Naja, Internet macht's möglich, ne? Von wegen, Internet macht dich reich, wenn du weißt wie. Wenn du dich so richtig schon zum Obst machst. Missing something in this video, but it's just this for 3 entire minutes. Just her kind of rambling and smacking spinach with the occasional face humor. I mean, I don't really know what the punchline is. I don't think there is one. I think the faces are just... Nein, es gibt keine Punchline. Sie ist einfach nur wie so eine bescheuerte Alte, die ihre Fresse in die Kamera hält und Spinat frisst. So long.
supposed to be funny. Can't really say I'm a huge fan. I just don't understand what's supposed to be going on here. Always ask me what kind of shampoo I use. None. Just water. Soap? Just water. Don't use that either. What about toothpaste? Nope. Just brush those pearly whites with water and a toothbrush to get the plaque off. Deodorant? Why would I use that stuff? Listen, the quality of your diet will determine how you smell and how your breath is. Oh, there he is, my favorite TikTok doctor, Carnivore MD. The same guy who says that eating nothing but red meat for the entirety of your life is good for you. Definitely sounds like the kind of guy I would want my hygiene advice from. Really? You don't need soap, shampoo, deodorant, or toothpaste? Sure, you don't need, like, super harsh soaps and body washes and stuff to stay clean, but just... Mann, na, der muss ja lieblich duften im Alltag. Junge. War Aquarius? Junge. Just water is not gonna cut it. I mean, don't you think that would be the norm? If that was the case, why would anybody spend all this money if they didn't need to? When people stop washing themselves with things that wash them, they start to stink. It's not some big conspiracy. It's just the truth of the nature of stank. Oh God. Alright, so for a little background to help you guys sort of understand what you're seeing, naturally this guy is pretending to shoot something while a trap remix of How Much Wood Could a Woodchuck Chuck plays in the background, you know, your standard situation. Sort of going back to the spinach video, I just don't really get it. Is this supposed to be funny? Is this supposed to be somebody showing off their acting skills? Is it a parody of something I don't know about? I mean, I just don't understand why this video exists, I guess. So I don't really know what to say about it. Alright, I mean, once again... Oh, bist ein ganz harter Junge. Yeah, just what's going on? I mean... Sieht schon fast selber aus wie eine Frau und naja. At least we've got some captions so we can sort of understand the thought process, but so what? Oh, your girlfriend's cheating on you. No, she's not. But look, she is. Oh, she is. What a thrilling story. Really, really pulled at my heartstrings. Why do I care about this completely fictional relationship that has been fabricated within 10 seconds? You haven't given me 7 seasons of Love and Affection, something for me to hold on to. You've given me a TikTok with no information. Why do I care for this video? Why should I? Explain, please. Guys, I need you to be honest with me. Was hat der denn für Zuckung? Mensch! Wo bleiben die Jungs mit der weißen Jacke? Am I just not with Tourette? It anymore? Am I just too old for this stuff? I'm only 20. I feel like I shouldn't be. I feel like I'm pretty up to date on what's popular on the internet. I mean, what is this? Who's the target audience? Who is watching this and is thinking, that's a banger? My goodness. He gets angry and drives fast when he thinks about his girlfriend or his ex? How profound. I mean, seriously, be honest with me, guys. Don't even like coffee, but I guess I'll try it. Delicious. Now let's see what goodies await me in here! Tötet es, bevor es Eier legt. Aber ganz schnell. Ooh, a cake globe. Wait, cake pop. It appears to be a perfect sphere. In der Fahrschule lernt man eigentlich, dass man sich ans Steuer... dass man nicht ans Steuer soll, wenn man Eier am Wandern hat. Ja, richtig. Richtig. Aber du siehst ja auch bei uns, haben ja viele ihren Führerschein einfach nur gekauft, ja, also so wie die hier manchmal drauf treten, ne, scheißegal, kommt ein Vater mit seinen Kindern an, Zebrastreifen, und dann siehst du fahren diese Deppen, vorrangig natürlich dieser Juppie-Arschlöcher mit einem dicken, fetten Benz, ja, ich muss ganz schnell in die Kanzlei, oh, da überqueren gerade Kinder den Zebrastreifen, Tempo 150 in der 30er-Zone, ja. Gleich aus der Karre zerren, sowas. Kann ich gar nicht leiden. Hasse ich sowas. Bin ja immer schon so auf den Trichter, dass ich sage, von wegen, vielleicht sollte ich mir mal einen Backstein einpacken für solche Nummern. Einfach mal so in meinen Deadpool-Rucksack halt so einen Backstein für solche Fälle, ne, von wegen,
schnell nach vorne und dann hinterher, schön durch die Scheibe. Und Gott weiß, ich flehe schon regelrecht drum. Ich flehe, ich bitte drum, dass wenn so ein Arsch mir und meinen Kindern fast einen Arsch abfährt, mag es ja meistens so vorhin, dass ich halt noch kurz stehen bleibe auf dem Zebrastreifen, wenn der vorbei ist und dann nochmal halt noch mal so einen dicken, also ihm klar mache von wegen, im Background von wegen, was ich von ihm halte. Ich wünsche mir, dass einmal einer aussteigt, auf mich zukommt und nach dem Ding auf die Fresse bettelt. Denn ich bin im Recht, wenn ich über den Zebrastreifen laufe, mit Kindern im Schlepptau. Und nicht der Fahrer, wenn wie gesagt, die haben anzuhalten, ganz einfache Sache. Ja, wirklich, wer von uns wurde noch nicht was mitgenommen? Ja, die Zebrastreifen hier bei uns im Ghetto, das ist ja bloß Makulatur. Aber so ist es. Ne? Und wie gesagt, irgendwann wird man Backstein durch die Heckscheibe fliegen, wenn es so weitergeht. Denn wie gesagt, ich hab die Wahl. Entweder komme ich mit dem, entweder Rechnung für eine kaputte Windschutzscheibe, ein Ding in die Fresse, oder vielleicht ein totes Kind. So, was ist jetzt die geringste Übel? Und für meine Kinder, ich über Leichen. Von daher, also wie gesagt, ich warte mal drauf, dass einer von diesen Anzugträgern wirklich mal rechts ranfährt. Ne? Auf den Streifen da, hier, na, sag schnell, Fahrradweg da. Da halten ja auch viele an manchmal und nehmen Leute auf und ab und hast die gesehen. Oder wenn sie aus einer Einbahnstraße rauskommen, wo noch reingefahren werden darf. Ja, das auch. Wie gesagt, völlig ignorierend, ob da ihre Leute sind oder Spielstraße, auch sehr witzig, ne? Spielstraße, Kinder unterwegs, die feuern da durch, da wird nicht auf ihr passen, wegen, ah, scheiß Plagen, macht euch weg, hast du nicht gesehen, so ein Bullshit. Das ist genau die Art von Mensch, wo ich mir gerne sage, von wegen, Junge, ein Kondom hätte so viel verändert bei dir. Hätten deine Eltern doch bloß eine Limithüte getragen. Meine Fresse. Und wenn du zu blöd bist zum Autofahren, Junge, dann gib den verdammten Lappen ab. Aber solche Typen, doch, würde ich mir wünschen. Einmal. Da ist mir auch scheiße, ja, ob der Typ ein Bodybuilder ist oder ein Kopf größer wie ich. Oder mich mit eben Schlag K.O. schlägt, was wahrscheinlich nicht wirklich schwer ist, aber ist ja egal. Ich habe zumindest meinen Standpunkt klar gemacht, von wegen so, du bist ein Arschloch, du passt nicht auf, du gefährst meine Kinder im Straßenverkehr, ne? Also von daher, fuck it. Blöd, Mann. Was? Do you support Hitler? Sotti! Jens bestimmt nicht. No, I don't. Tu ich nicht. Was hat das denn mit Hitler zu tun? Mann, jetzt haltet eure Klappe, ey, wirklich. Und vom wegen, hey. Hast schon rausgehauen, ja? Super. Okay. Sehr schön. Und wieder, ne? Sonntagabend, Dullis unterwegs. Oh Mann, jetzt kommt die Trolle wieder. Ja, ist mir egal. Du, hier support Hitler, ey, Junge. Also jeder, der mich schon ein bisschen länger verfolgt, der müsste eigentlich, wie gesagt, meine Gesinnung kennen. Wo kamen die denn hergekrochen? Oh, das ist schon mal passiert. In meinem kranken Bettstream neulich, da waren so Spezies mit dabei gewesen. Die meinten von wegen, oh, du hast die Falschen beleidigt, blablabla, wieso. Junge, ich sag nur meine Meinung. Über TikTok, Dullis und über Internetschmutz und über Leute in meinem Umkreis hier, Alltagsleben, hast du nie gesehen. Und wem es nicht schmeckt, ja, der hat Pech, dann guckt er nicht zu, wisst ihr? Von daher. So was brauchst du nicht. Du hier supportest, oh Mann, jetzt kommen die Trolle wieder rein. Ja, ist mir egal. Und weiter. Nice. It kind of looks like a turd. First bite incoming. Delicious. Yep, this is Nums. Activate happy dance. Alright, so from what I could tell from this person's profile. Ach so. Ja, ich das vergesse. Nur für den Fall der Fälle. So, Aquarius, du jetzt auch, ja? Falls was anliegen sollte. Die Trolle beziehen sich ja nicht auf das, was du sagst. Sie leiern ihren Mist runter und gut. Ja, da sind sie bei mir halt wieder leider falsch, weil mich triggert sowas nicht. Ich find's einfach nur nervig, dass halt in den Chat so ein Dreck geballert wird, was so, und dann wartete. Du hier support Hitler, so ein Quatsch. Ich bin in jedweder Form von Kriegshandlungen, Antisemitismus, hast du nicht gesehen, davon halte ich mich ganz weit fern. Leierkasten gehen aber auch gern mal kaputt. Manchmal schon. Aber ich hab's halt gesagt, mehr als einmal. Und wie gesagt, die mich gut kennen, die wissen, woran sie bei mir sind. Ne?
Also ich denke nicht, dass bei mir irgendwie irgendein rechtet oder fremdenfeindliche Gedanken gut zu erkennen ist. Wie gesagt, ich hab eine gewisse Grundmeinung gegen so Dinge, die im Land passieren, aber das macht mich ja nicht gleich zu einem Mitläufer, oder hast du nicht gesehen, so ein Quatsch. Die sind schon mehr als kaputt. Vor allem gerade die Frage auf Englisch stellen. Ja, eben. Naja, okay, gut, ich rede ja auch ein bisschen Englisch, ne? Also kann Englisch besser lesen als besser lesen und verstehen als schreiben und Quatsch, schreiben. Reden, so, ne? Aber ihr wisst es. Well, it seems like this is supposed to be satire. Doesn't mean I love it. Don't know if that's more of a reflection on me or this person's acting skills, but gotta say, didn't really enjoy watching it. If it's supposed to be satire, though, gotta extend a warm good job, but please don't make me ever watch anything like this ever again, okay? All right, so this next bit is gonna be more of me just talking about kinds of videos on TikTok rather than... Dann würden neue Schramme also nicht auffallen. Specific videos themselves, but I'll be playing some in the background so you can kind of get an idea of what I'm talking about. The first thing I'm going to talk about are TikTok lives, specifically the ones where people embarrass themselves for money and views. I've talked about this before with this guy. Aquarius, hast du gerade mitgekriegt, ja? Also, wenn was ist, du kannst auch, Dullis rausmeddeln, ne? Wenn du Bock hast. Ich hab dir jetzt mal schnell den Rang verpasst nochmal. Nö, auch immer drauf mit dem Kantholz. Now, he basically just pre-records a bunch of videos and then plays them like their lives. And he does all of these over-the-top reactions to try and get people to send him money. And then there's this one I found where this woman cracks eggs on her head and puts other food on herself in return for donations. Not trying to tell anybody how to live their life, but if you're a young person trying to find their way through the world, maybe don't try and do this for a living. Just my two cents. Now, these kinds of videos are another thing that stood out to me in my time on TikTok. I'm sure you've seen these videos before if you've spent any time on TikTok at all. Mm. It's usually like a Reddit story and then some sort of mobile game in the background, or it's a YouTube video with a completely different video below it, like one of those quote oddly satisfying videos, or like a Minecraft parkour video underneath it. And these videos are literally insane to me. It's proof that the general population of TikTok has such a short attention span that they have to be shown two different sorts of videos at once in order to please the algorithm so they don't scroll away too fast. I mean, if you're an adult, it's kind of up to you to make sure that you're taking care of your attention span and your brain. But can you imagine what this is doing to all the kids? Man kann es sein lassen. Davon mal abgesehen, ne? Von wegen die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage der Leute ist Tatsache, wie gesagt, in etwa 30 Sekunden lang. Und mehr kann das heutige Hirn nicht mehr aufnehmen. Deswegen ist ja TikTok auch so populär, ne? So wirklich sich bilden, Sachen angucken, lernen oder sowas, das ist ja, nee. Bildung bremst ja bekanntlicherweise, ne? Hast du eigentlich auch recht. ich habe eine recht kurze Konzentration. Oh, ein Schaf. Danke. Weiß immer noch nicht, wie das mit dem Tab funzt. Bleib aber dran. Also, wenn du den Chat siehst, kannst du ja bestimmt auch Leute anklicken, so wie ich jetzt hier gerade Zotti. Und dann hast du da irgendwo halt den Button zum Rausmitteln. Ich find's so komisch. Ich meine, man denkt, solche Dullis taugen vermehrt, wie gesagt, auch bei Leuten auf, die schon eine etwas größere Reichweite haben. Aber nee, stattdessen, wie gesagt, gehen sie dem ostdeutschen Ossi hier auf den Sack mit seinen 31 Abonnenten hier, Followern, wie auch immer. Und das war's. Also nicht weiter der Rede wert. Also ich, jetzt mal ehrlich, bin da keine große Nummer. Nee? Ich mach mit dem ganzen Kram keine Kohle, kein Mist. Ich meine, was wollt ihr? Was wollt ihr? Keiner ist safe vor dem Gesinde. Ja, ich glaube auch. Geht wahrscheinlich wirklich nur darum, wie gesagt, irgendwem wirklich den Spaß zu versauen. Die tauchen überall auf. Das ist das Schlimme an denen. Okay, Bela? Auch bei Clio oder wie? Oder wo hast du das schon überall gesehen? Also... Nochmal Real Talk, Digga, ja. Ich weiß, dass ich kein Einzelfall bin. Ne? Das ist mir schon klar. Aber ich habe mich immer gefragt, ob das bei so kleinen Streamern wirklich Sinn macht, so, ne? Oh, das ist wirklich schlichtweg einfach nur, um Leute abzufacken. Die haben bestimmt noch gesehen, German, do you like Hitler? Bla bla bla. Ja, Blödsinn. Ach ja, die jetzt nicht, aber Trolle schon überall. Hm.
Ich hab kein Problem damit, wenn man mich nicht mag. Man kann nämlich alles mögen. Ich meine, im Umkehrschluss mag ich auch so viele Sachen nicht. Montana Black nicht, Knossi nicht, Dekadent schon gar nicht, Tanzverbot nicht. Nee, das ist mir alles so, ach, weg damit. Ich mag sie nicht, aber trotzdem renne ich gar nicht rüber zu denen in den Stream und faxe boswillig ab. Nee. Leben und leben lassen. Ich guck's mir einfach nicht an. So, weiter. That are just shoved in front of an iPad. I mean, there is a good chance that there is genuinely irreparable damage being done to the kids on TikTok. This next generation will have no attention span, and it won't even be their fault. Take care of your kids, people. Well, there you have it. Some of the quote worst TikTok. Deswegen bin ich hier. Mitunter. Deswegen bin ich hier. The cringiest guy on TikTok. Ah, ist hier doch. Hier. Lutze. Ha! Wie der Zufall so will. Eggs! Alter, komm. Oh, man möchte einfach nur hinschlagen, ey. Oh, man möchte einfach nur raufhauen. Ah. So, nun habe ich die komische Tante mit dem Spinat gesehen, war? Nur war ich auch schon wieder Knast, ey. Der Dumme ist, würde nur springen, weil ich es nur schmecken kann. So viel zu Eiern wandern. Ja! wenn man seinen IQ, seinen nicht vorhandenen IQ in Eiern messen würde, ja, dann da, in der Schüssel liegt sie gerade. Ne? Ich hätte Müsli-Riegel vorhin. Ich hatte Müsli-Riegel. Ja, das bringt mir nichts. Also momentan ist wieder alles tot. Nicht mal Chips. Ich merke ja nichts. Ich glaube, jetzt habe ich es raus. Bin halt ein Technik-Dulli. Ach, das ist nicht schlimm. Ne? Wie gesagt, Rom wurde auch nicht über Nacht erbaut, ne? Und wir alle müssen erstmal lernen. Ich selber kenne ja auch nicht jeden Kniff hier auf Twitch. Alle labern mich voll von wegen immer, dit fehlt noch und dit fehlt noch und. Ach komm, fuck it. Wie gesagt, ich mach's zum Spaß und Judas, ne? Von daher, dit nimmt dir keiner krumm. Dit nimmt dir keine Sau krumm, aber ich sag mal, Leute wie du und Zotti, ihr seid ja eben halt immer da. Und es ist halt schön, halt Unterstützung zu haben, ne? Und wenn ich dann mal so auf Ideen komme mit Stream und so. Bin noch am überlegen, ob ich morgen für Mittag mal, weiß nicht, wie Devils Frühstücksfernsehen machen sollte, weil ich bin jetzt zu Hause gerade gefesselt. Kind zu Hause. Frau kann nicht länger sich krank schreiben lassen, die muss morgen wieder mal lochen, ne? Maxi muss morgen wieder in die Schule. Und Milan und ich, wir sind krank. Tja. Also kann es durchaus passieren, dass ich mir die nächsten Tage auf dem Vormittag denn schon mit euch ein bisschen die Zeit vertreiben werde. Wenn ihr Bock habt. Selbst wenn es halt nur ein bisschen Smalltalk ist, ein bisschen Mucke hören. Irgendwas. Wir finden schon was. Kein Problem. Die beiden Deppen vorhin waren die ersten, die ich je gebannt habe. Bin voll stolz drauf. Hast du weggebannt, Hammert. Ach, hier fehlt ja nichts. Alle chick. Danke, Bela. Ich bin auch noch eine Woche krank, also bin ich da. Das freut mich. Naja, das Problem ist, Zotti sagte von wegen. Jetzt mache ich mal den Schlau-Zotti. Hier. Das ist Zotti. Also, E-Typ, wisst ihr, was das Problem ist? Wisst ihr, was das Problem ist, Typ? Das Problem ist, du bist zu spät da. Ne? Du streamst immer zu spät. Und dadurch gehen unter Umständen vielleicht auch ein paar Leute flöten. Deswegen, stream doch mal früher. Vielleicht klappt es dann auch wieder mit den Gläsern. Ne? hat er ja nicht mal Unrecht, aber ich habe es ja schon mal gesagt, ich kann halt, wie gesagt, erst nur sehr spät abends online gehen, weil ich abends wirklich jeden Quatsch mache. Also abends komponiere ich meine Musik, ich zocke abends, ich verfolge etwaigen Internetschmutz oder halt welchen, den ich halt als solchen ansehe, ne? Und als Gefahr für Kinder als Mind eben betrachte. Denn tagsüber habe ich, wie gesagt, meinen starken Ablaufplan. Und bevor ich Kinder bekommen habe, ne, war meine Frau von wegen, dass sie sagte von wegen, du Schatz, ich unterstütze dich in all dem ganzen Kram. Eher, ob es die Musik ist, dein PC-Gaming, scheißegal. Aber ich möchte, dass du halt tagsüber halt für die Kinder funktionierst. Und wenn dann alle versorgt im Bett liegen, ist es mir quasi Rille, was du halt so treibst. Ne? Jetzt im Internet, dann hast du nicht gesehen. Ja, okay, Frau, dann machen wir halt so. Deswegen bin ich halt erst immer sehr, sehr, sehr spät dran. Ne? Von daher seht's mir nach. Ne? Ich bin halt ein Primetime-Streamer und wenn ich mich doch mal so spontan blicken lasse, wie jetzt... Aquarius, hilf mir mal, mal waren das vor einer Woche? Sonntag, wo ich dann spontan aufgetaucht bin und meine Community fragte nach TikTok, ich glaube, das war vor einer Woche, ne? Auch mega geil, das war Nachmittag gewesen, da war richtig Bewegung gewesen mit ihm, ich dachte, boah, was denn hier los? Na, mal sehen. Ah, sie hat also die Hosen an.
Glaube ja. Nein, wir haben beide die Hosen an. Das ist ein Unterschied. ich lass mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Also sie sagt selber von wegen, Schatz, du bist hier der starke Part, ne? Aber ich denke mir, eine gesunde Beziehung lebt eben von gegenseitigen Respekt und Kompromissen. Und die kann sie verstehen. Ich meine, sonst könnte sie ja genauso gut auch alleinerziehend sein, ne? Von wegen so, okay, gut, der kümmert sich nicht, dann such du dir bitte eine eigene Wohnung. Ich bleib hier mit den Kindern und Feierabend ist. Also du musst schon Kompromisse einigen können. Ansonsten, wie gesagt, brauchst du keine Beziehung führen. Darum jetzt ist quasi der rote Faden. Und von daher gehe ich da auch mit. Und wenn ich gerade nicht mit Corona flach liege, bin ich auch gerne draußen mit den Kindern. Versuche hier noch zu erleben, hier noch mitzunehmen mit den Kindern. Alle partiert. Nee, er hat die Hosen an, aber sie bestimmt welche. Ach Mann, du komm schon. Ja, Zotti kennt ja meine Frau auch privat. Ne? Das hat, 50-50 ist es schon. Ne? Also hier wird keiner übervorteilt und keiner benachteiligt. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, sie ist wirklich eine sehr, sehr tolerante Frau. Und dem muss ich halt auch irgendwo Kredit geben, ne? Wenn sie sagt, von wegen, ich unterstütze dich ja, wie gesagt, in einem Vorhaben, Musik, Gaming, bla, hast du nie gesehen. Würde nicht jeder machen, ne? Ich habe auch schon Weibchen gehabt, die mir dann da halt auch einen Vogel gezeigt haben, nebst meines Tuns als Musiker, ne? Dass halt neben etwa ihren Konzerten und Bandproben, wenn ich dann halt mal da saß am Wochenende vor der PlayStation 2 und irgendwie so, ah, bist du bescheuert, jetzt da hängst du vor dem Scheißding und zockst du wie so, ey, entschuldige, Alter, ich bin die letzten paar Wochen bin ich lang durch aufgetreten. Ich brauch mal eine Pause. Unterhalb der Woche hängt mal Lochen. So, dann nebenbei halt noch zu Bandproben. Und an den Wochenenden, wenn dann sich was ergeben hat, wie gesagt, bin ich durch die Lande gefahren und bin irgendwo aufgetreten und hab Konzerte gespielt und mir dann halt, wie gesagt, die Lunge aus dem Brustkorb geschrien, ne? Das war damals mein Job. Ne? Ein bisschen Gage habt ihr ja nur hoch, ein bisschen Chingeling. Ja. Ja, stimmt, ist schon recht gut ausbalanciert bei euch. Ja, das meine ich auch. Es mag aber Leute aus Russland geben, die darüber anders denken. Die meinen von wegen nichts, kannst du immer erst zu deiner Frau rennen und nach Erlaubnis fragen. Hm. Ich liebe meine Frau. Wirklich. Und das sage ich nicht, um irgendwie zu schmalzen oder irgendwas, irgendwie so, das ist wirklich das, was ich fühle. Ich liebe meine Frau. Weißt du, und bei ihm, ja, bei dem Besagten ist es ja mehr so eine Hassliebe, so. Na? Insider. Okay. Also. Boah, das war starke Nerven. Ex! Ex! Mann. Red and Green Peppers! No thanks! Ja, schön die Küche versauen. Perfect! Oh, TikTok. The app that has set back human evolution by at least... Ah, die Frauenwelt. Stellt euch vor, ihr habt mit sowas ins Bett. Also erstmal so, die Art und Weise so, ne? Von wegen so, ne? Sex schreiben, ne? Und dann am Morgen macht euch ein schönes Frühstück. Also bringt euch Frühstück ans Bett. Dann stelle man sich vor, wegen so, ey, hatten ja nur noch heiße Liebesnacht gehabt, sollt ihr ein Frühstück machen, Schatz? Ja, ja, gerne. Ja, was hättest du gerade, wo hast du denn Lust? Und wieso? Ach, naja, so frischer O-Saft, so, ein paar Rühreier, frische Brötchen, so, mit Marmelade, ein bisschen Obst, hast du denn hier gesehen? Er verschwindet, kommt wieder ins Bett, ey, so kippt die jetzt so scheiße über die Alte drüber. Den hätte ich sowas von den Scheiß aufwischen lassen. Mit mir sicher, ja, nicht nur. Mit seiner Kackfrisur. 50 years at this point. Now not everything that... Und wieso fällt mir da gerade Bela ein? Bela liegt so im Bett, wie so, ach naja, jetzt ein schönes Frühstück. Ex! Blöck. Ja, stimmt, ist ja ein kompletter Lappen, richtig. Comes off of TikTok is awful, that's a given, but when things are bad... Alter Arsch. Tut mir leid, aber... das fiel mir gerade einfach so ein, so... Ex! oder stell dir vor, du liegst da und hast gerade irgendwie... hier... Beni gebrochen und Gips und du kannst nicht aufstehen.
Ja, und dann ist der Lappen zuständig für Frühstück, Mittag, kleine Kaffeezeit zwischendurch und Abendessen. Und Snacks. Gut, okay, Snacks, ja. Wenn er mich mal so eben so mit so ein paar Twix oder so überkippen würde, ja, wenn sie verpackt sind, dann ist es mir egal, so ein paar Schokoriegel, ne? Junkfood. Dann wird mir egal. Aber ich sag mal, so ist das halt übelste Verschwendung. Ah, Kopfkino. Tut mir leid, Bela, tut mir leid. Bad on TikTok, they tend to Snickers. be as bad as they can be. Take, for example, this terrible, terrible trend that has been going across TikTok for the last few months. People wasting food to make a joke about how much they like food. I know, I'll give you a sec. Jetzt reicht's! Das ist doch nicht. Immer auf meine Nuggets, ey. Ey, Mann, bitte, man macht doch nicht meine Nuggets schlecht. Ich weiß, es ist gepresste Scheiße und Müll, aber. Es ist mein Soulfood. Ganz ehrlich. Also hin und wieder mal, vielleicht alle zwei Monate mal zum Mc's mal ein schöner 20er, McRib, große Coke, ein paar scheiß Curly Fries. Ja, das muss schon sein. Dann müssen die auch rein, ne? Dann müssen die rein, solche so. Ja. Was meinst du, wie ich dann aufstehen kann, wenn der in meiner Küche romantiert? Nicht nur in deiner Küche. Auch wenn du im Bett liegst. Stell dir vor, wie gesagt, du kannst nicht aufstehen. Gibst Beine und so. Und du hast Hunger, so, Mittagessen, so. Und dann haut er dir erstmal dann, wie sind die, 10 Kilo Spaghetti in die Sicht, plus Soße, plus Fleischbällchen, so. Oh Gott. To catch your breath from laughing. It started with this guy named Wasil Daoud. Sorry if I butchered that. And I would cover him, but... Vor allem, was der da verschwendet, Junge. Alleine grad, das Eis. Davon würde ich meine Familie jetzt erstmal satt kriegen und dann auch noch die Nachbarn mit, ja? Also... Just saying. Das überlebt er nicht. Aber er hinterher nicht mehr. Richtig, Aquarius. The only thing worse than starting a terrible TikTok trend is hopping onto the trend and prolonging its life. Richtig. And that is exactly what the TikToker Topper Guild has done. 26 Millionen Follower auf TikTok. 26 Millionen Gehirnverbrannte folgen diesem Idioten da. Oh Gott, ey. Wirklich, geht, bitte, tut mir den Gefallen und geht in die Forensik. Da! Zinni-Minis, ne? Die sehen aus wie Sägespäne, so. Aber meine Kids futtern die halt auch ja, ne? Für ihr Leben ja, ne? Von wegen, müssen immer, eben große Packungen Zinni-Minis müssen immer da sein im Hause. Und der Depp da, das ist, ach, Junge. Er blutet in das Herz. Und die krasse Verschwendung, gerade in der heutigen Zeit, wo Fressen wie satt ein Heidengeld kostet. Also selbst schon der Discount-Scheiß, ne? Wie gesagt, die Schere zwischen Discount und Marke ist sowieso, wie gesagt, also Hanebüchen, reden wir nicht drüber. Mein Zwerg ist nur Müsli. Kriegt man ja nicht ran. Also meine Filet-Mail, Zinni-Minis, Schokopops, sowas eben, ja, komm mit nach mir, was soll ich machen? Boah, nein, die guten Zinni-Minis, ja, sag ja. Gut. Head first into the world of wasting food, TikTok. Ja, alleine, wie gesagt, was der da gerade in der Schüssel hat, ja, das reicht für meine Kids, die ja auf jeden Fall eine Woche lang durch, wenn sie jeden Tag essen würden davon. Woche, 2 Wochen, locker. And making an unbelievable amount of them. Now I'm sure you can already tell where this is going. We're gonna be watching some today. Let's begin. Please subscribe. Okay, just a little bit of soy sauce. Oof. Okay. Perfect. Oh, der Typ sieht aus wie so ein, wisst ihr, nee. Nee, das ist irgendwie, also nicht männlich, wisst ihr, ich meine, so, ja, seltsam eben. Oh, are you kidding me? Come on, I'm gonna need more than that. Androgyn, richtig. Are you laughing yet? Is this not the funniest video? Nee, ich lache nicht, ich heule, ich rege mich auf. Ich rege mich auf, dass solche Scheißtypen wirklich wertvolle Ressourcen verschwenden für Klicks, für Likes, ne? Für Kohlen. Und die Leute so bescheuert sind und den Deppen, ich meine, er generiert ja damit Kohle. So, und genau die Kohle, die er nimmt, steckt er gleich wieder in die nächste Verschwendung rein. Das ist so eine Endlosschleife. Also wenn der nicht wirklich mal Klatsche kriegt, so, zack, oder so, dann, ja, das schöne Sushi-Heul. Ah, nee, Sushi mag ich gar nicht. Das Einzige, was ich an Fisch esse, muss ich zugeben, ist ja, hier und da mal ein Schläfi, Fischstäbchen. Wenn ich denn in der Stimmung bin, die zu kaufen, dann mittlerweile kosten dich ja auch schon ein paar scheiß Discount-Fischstäbchen, 15 Stück,
2,89. Ja. Aber so Sushi bin ich nicht rangekommen. Tut mir leid, ne? Asche auf mein Haupt, aber nee. Okay. Video you've ever seen. I mean, I just cannot understand how a grown man can be like, yeah, this is a good idea. I should make multiple of these. And you might notice that there is what... Ja, na Aquarius, na du musst ja auch, das sagt ja schon dein Name, ne? Dass du Sushi-Fan bist, war klar. Lackstäbchen sind auch mega. Ja, ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Also, warte mal kurz. Sonntagabend, neuer... Okay, nee, komm, können wir stehen lassen. Wie gesagt, mit Fisch bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, ne? Man hört ja auf dem Weg so Bandwürmer und bla bla. Ich bin da mal, ne? Fischstäbchen kannst du nicht falsch machen. Ich meine, ja, ich esse gerne. Mit ein bisschen Püree dazu, ne? Ich meine, mein mittlerer Sohn, der ist da noch ein Zacken schärfer. Der ist da ganz wie modern. Kartoffelpüree, Fischstäbchen und Ketchup. Ne? Ketchup! Am besten die ganze Pulle drüber. Also, oh Gott, der arme Fisch. Oh Gott. Looks like a brand new iPhone sitting on the counter, just getting ruined by... Fischstäbchen ist nicht meins, eher Lachsstäbchen, okay? 17 gallons worth of soy sauce. Yeah, that's something he does a lot. I don't know what it is about children. Gönne mir ein oder zweimal im Jahr richtig gutes Sushi und genieße das dann voll. Esse ich meist mit Ketchup und Mayonnaise. Meinst du jetzt deine Stäbchen oder, oder Aquarius? Ja, na wie gesagt, das muss man mal sehen. Wir müssen uns mal was gönnen. Ne? Das Leben ist nicht nur, wie gesagt, stupide Malochen, Rechnungen berappen und Feierabend. Wir müssen uns was gönnen. Ne? Und das ist für jeden anders. Ja, die Stäbchen, okay. Ketchup. Aber wenn Ketchup, dann nur der gute von Werder und Senf, ne? Mostrich natürlich, wie gesagt, Bautzner. Und Mayo, ja, wisst ihr nicht, was man da so nimmt, weil, wie gesagt, mit Mayo habe ich es nicht so. Lediglich im Nudelsalat, Kartoffelsalat, da, ja, Noch ein Mario-Liebhaber, yes! Ich war mit Clio in einem Sushi-Laden und haben uns da vollgehauen. Ah. Also kommt die Bede auch aus derselben Stadt wahrscheinlich, nehme ich an. Ist für mich wie Nuggets für dich. Ich sehe, wir verstehen uns. Ja. Sotti. Aber nicht flirten jetzt. Lass es mal bleiben. Alter Charmeur, du. Nee, aber doch, für mich meine Nuggets am besten, wie gesagt, großer Eimer. Ich frage mich generell, wieso hat McDonald's noch keine 40er Nuggets-Eimer? Wieso? Warum? Warum, ey? Verstehe ich nicht. Nö. Ich bin sie besuchen gefahren. Oh, okay. Ja, würde gerne mal die polnische Mario probieren. Die soll ja echt gut sein. Ich war eine Woche bei ihr. Wow. Mich kommt niemand besuchen. Ich wollte jetzt mit Aquarius ein Bier trinken. Auf dem Rummel. Jetzt, wo ich Geburtstag habe. Aber er kann nicht, ist auch krank. Das Einzige, was zu mir kommt, sind Leute mit Problemen, Rechnungen und der Hausmeister, wenn die Nachbarn wieder irgendwelchen Dreck in den Hausflur geschmissen haben und ich dann quasi dafür wieder beschuldigt werde, ne? Von wegen, weil man hat ja selber Kinder, ne? Ich sag von wegen, wieso kommt ihr mit jedem Scheiß zu mir, ihr Dullis? Lass mich doch mal in Ruhe, Alter. Ne? Ich kenne sie jetzt ja auch schon 3 Jahre. Ah. Verstehe. Und dann aber auch mit Kind, ne? Oder warst du alleine, wirklich alleine für dich unterwegs gewesen? And liking to watch people who just have money mit to Kindern have money. Reisen ist but so this guy really appeals to that audience. Serious! Milk. Man möchte ihn hauen. Das ist Internetschmutz in reinen Kultur. Ich sag's euch, das ist Internetschmutz. Leute, bitte tut mir den Gefallen und lasst eure Kinder nicht diese Dullis da gucken. Beziehungsweise sich halt diesen ganzen Scheiß da abgucken. Ich krieg's ja schon an meinem Ältesten mit, was der sich so anguckt und so. Das ist. Oh, sehr. Wie sagt man so schön, es ist nicht die neue Generation, es ist die neue Form, die neue kommende Degeneration. Und mit solchen Dullis sind wir verloren. Also wir haben fertig. Wenn das da die Zukunft ist, ja, na meine Fresse, ja, tut's mir leid.
Ich war alleine, ich wollte die 4 Stunden nicht im Zug mit Kind fahren. Alter, das ist ein Deutsch heute wieder. Meine fahren gerne Zug. Bis zum bestimmten Punkt. I just want to remind you, in case you might have forgotten, this guy has 27 million followers for this. I mean, I don't really hate TikTok, but when I see stuff like this, I... Doch, ich schon. Also, meine Frau sagt auf dem Weg, Schatz, du guckst an den völlig falschen Ecken und Enden. Es gibt nicht nur Scheiße auf TikTok, aber doch immer noch genug, dass es fast überlaufen bringt. Ne? ASMR, solche Spasuten hier, irgendwelche halbnackten Alten und die ohne Höschen zu irgendwelcher Billo-Beleuchtung im Wohnzimmer, zu irgendwelchen Techno-Beats tanzen. Alles schon gesehen. Alles schon gesehen. Understand why some people do. I mean, this is not comedy. This is not humor. I would go as far to say that this is actually damaging to our youth. We need like a government audit on this guy. Ja, richtig. Alle wegsperren. Alle einsperren, solche Idioten. Am besten, wie gesagt, eine Insel aller Alcatraz oder Alcatraz wieder aufmachen. Und dann wieder alle Rinder, die ganzen Idioten. Und dann können die Dullis da untereinander dann ihre kleinen Videos drehen und wie ist der Geier was. Resozialisierung nennt sie sowas. So ein Programm brauchen sie. Milk! Creamer! Brain! Fragezeichen. Hören! Hageln! Alter! Okay, passt auf eure Kinder auf. Ich sag's euch. Ist ein gut gemeinter Rat von dem komischen Musik-Onkel hier, ne? Aber, oh Gott, ey. Junge. Ach, Rind in eine Tonne voll Säure, alt andere Sauerstoffverschwendung. Ja, richtig. System ist überflüssige Mitesser. 1 pound of sugar! And now for the coffee bar! Trink mal! Trink mal. Trink mal. Also, oh. Ich meine, der Typ, der wirkt ja eh schon, als wenn er zu viel also davon hat. Ne? Also generell hohen Zucker ist. Wahrscheinlich schmeißt der sich irgendwelche Teile, Peppen, Angel Dust, irgendwer bist der Geier. Aber mach mal. Würde ich gerne sehen, wie dein Herz und dein Blutdruck denn boom macht. Okay, so he really likes the joke that girls just like milk with a little bit of coffee. So expect to see that come back like 2 or 3 times. Can you imagine the ants? I mean, everything he just dumped out has an incredible amount of sugar, and then he went on to just dump out an actual full bag of sugar. There's no way to clean all of that up. Some of it's getting left behind. Well, I mean, it's not like he does the cleaning anyways. I can almost guarantee he has a maid. Probably cries every time they have to come into work. Okay, just... Oder eine Freundin, weil ich aber schwer bezweifle, wo er dann sagt von wegen wie so, ey, komm jetzt, und das macht dir scheiße sauber, weißt du? warte nur auf die Bildschirmmeldung, TikTok-Dulli, try to swim in Lava. Ja, in Kaffee kommt kein Zucker. Doch, bei mir schon. Wenn ich noch trinken würde. Dann doch so ein paar Löffelchen, ne? Aber im Kenianzer Beutel. Some syrup. Nice, okay. Perfect. No thanks. Perfect! So if you're wondering why he keeps doing a different voice when he pours the stuff in and says perfect, it's because that's sort of not really what the original dude who made these videos sounds like. So you also got the element of casual racism thrown into these videos, so you get the full package. Okay, just a little bit of hot sauce. Ooh, okay. Perfect. No thanks! Yeah. Perfekt! Ah! Ich buch mir einen Flug, wirklich. Alter. Ey, gibst du ja nicht. I mean, my question is, where is he getting this amount of food? I mean, do you know how little sauce comes in a hot sauce bottle? Where is this guy buying enough to fill up a 5-gallon bucket? Ganz einfach, er wird in irgendeinen Großmarkt wahrscheinlich, in denen halt
Restaurants in Kofen, weil du hast ja diese übergroßen Packungen, da dürfen ja nur halt Restaurantketten und generell alle, was so Gastro ist und Hotels und so, die dürfen da ja einkaufen. Und die einfachste, wahrscheinlichste Antwort darauf wird sein, er ist da hingegangen, hat mit seiner Kohle geflext, hat dann da, die Typen bezahlt, eben, dass er da halt auch mit in Kofen kann. Oder beteiligt die halt irgendwo mit, wenn es halt Kohle gibt und das war's. Win-Win-Situation. Die machen halt irgendwo noch Profit an diesem Scheißdreck und er kann halt weiter seinen Dreck ins E-Net rotzen. This man must live it, Oder gleich einen Collier an Flaschen gekauft. Ja, oder das. Das ist, oh, ja, klar. Let's go. I mean, I don't even know what's supposed to be happening in this one. It's like a caveman discovered orange soda. I mean, what's the point? How do none of these... ich habe gerade die Bedürfnis, den mit der Fresse in die Hot Sauce zu drücken. Ja, aber bitte so, dass er säuft. Ja, richtig, Leute. Richtig. That's the spirit. Na, Logo. Wie gesagt, ich möchte keinen Hass und keine Hetze verbreiten im Netz. Nee, aber gegen solche Internet-Dullis, wie gesagt, da kann man schon mal eine Ausnahme machen. Das ist dann wirklich Content, den die Welt nicht braucht. Übelste Verschwendung und ja, die große Frage, warum? Warum hat den noch keiner abgeholt? Oder die in der Mehrzahl, weil die gibt ja noch Millionen andere wie den Spinner da. The big TikTokers have any dignity. Ja, schön über Tablet oder was das da ist. Und unrasierte Achsen hat er auch noch. Ach, Free Devil. Wenn es kein anderer macht, machen wir das. Wäre das Beste. I mean, this is just deplorable behavior. Not only did he not even pour out all of the milk in the first one, yep. He decided to use an extra 2 jugs of milk just to stretch out the runtime, when he could have just... Oh, rasier dir die Achseln, Junge. Und leg dir mal eine vernünftige Frisur zu. Friedeibel. Also, ein bisschen Körperhygiene wird man ja wohl im 21. Jahrhundert wohl noch erwarten dürfen. Wasted the 2 and been half as bad. I mean, wasting food to me is one of the most just obnoxious, selfish things you can do, because it just ultimately shows that you care about nobody but yourself. Richtig. Und genau das ist ja das Problem heutzutage, dass jede Drecksau nur noch an sich selber denkt. Genau das wird ja propagiert und gezeigt und für gut befunden. Das ist ja das Problem. Alter. Aber gut, okay. Wenn es danach ginge, wie gesagt, dann würde ich auch permanent in der Wand hauen, bis blutrot gefärbt ist von meinem Blut, weißt du, aber naja. Die Dinge, die kannst du ja nicht ändern. Solche Arschlöcher hebt es nun mal. Die wird es immer geben. Aber wir sind da, wir reagieren darauf und zeigen mit dem Finger auf diese Vollidioten und sagen von wegen, werd nicht wie die. Okay, ja. Come on. Die arme Wand, die hat auch Gefühle. Okay, perfekt. And now for the coffee part. Perfect! I'm assuming most of us at some point in our life has had to clean caramel off of something. Can you imagine trying to clean this up? There is like a solid 2 pounds of caramel on this counter. I mean, it's gonna start hardening pretty quickly. There is no way this is all coming up. Okay, just a little bit of butter. Ich glaube, das ist ihm scheißegal. Okay, right on top. Perfect. No thanks. Come on. A little bit. Oh, das wird schon stinken. Das wird schon stinken, ne? Flüssige Butter, uiuiui, na viel Spaß. Ach, nein. Und der Telefon liegt ohne mit in der Mumpe, oh Gott, Alter, nee. Mutti muss er sauber machen, ja, anscheinend schon. Denn, das sind so Momente, die mich wirklich doch hammerhart zweifeln lassen an Menschen, Welt. Jetzt mal abgesehen von ne, Corona und Krieg und so ein Scheiß, aber das ist... Ach, nee. Hold on. Jetzt mal ehrlich, könnt ihr drüber lachen? Ich nicht.
Perfect! Do you know how desperate for attention and internet validation you have to be to drink straight liquefied movie theater popcorn butter? I mean, that stuff is potent. And there he goes, wasting another perfectly fine iPhone. I'm glad we're really making the right people famous these days. When my parents pay for everything. Also, ich habe 3 Kinder. Ja. Und natürlich bezahle ich auch ihren Scheiß, weil das ist normal. Bin Vater. Leben bei mir, ja. Also, ja. Aber ich muss Tatsache sagen, dass meine Kinder nicht verschwenderisch sind. Also jetzt übertrieben verschwenderisch, sag ich mal. Ne? Also, das, aber okay, das ist halt so, vielleicht auch so ein bisschen Halbwissen. Ich meine, oh Gott, so weit wie der dürfte niemals Kinder kriegen. Sollte er niemals. Am besten Zwangskastration oder so. Schnipp, schnapp, Eier ab und Ruhe, weißt du? Ja, das Telefon in der Süpe gehört dazu. So ist der Clip extra catchy. Ja, oder extra dumm. Ja, das glaube ich. Das kurfe ich in Tatsache ab, ungelogen. Ich kaufe dem Typen ab, dass er vielleicht sogar hinter der Kamera privat der letzte kleine scheiß Pfennigfuchser ist. Aber ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Bei Kindern ist es aber noch was anderes. Die können noch nicht ganz einschätzen, wie viel sie brauchen. Ja, richtig. Aber ich war ja schon wegen so, wenn meine Eltern alles bezahlen, ne? So, und mein Großer, der ist 11. Und selbst der ist nicht so. Ne? Er hat manchmal utopische Vorstellungen, was hat so Geschenke und V-Bucks für seinen Fortnite-Quatsch und so angeht, irgendwie so. Das ist aber was völlig anderes. Und auch kindlich und verständlich und hast die gesehen, aber beim Essen, jetzt wirklich nur food-related, wie gesagt, ist er nicht so. Selbst mit seinen 11 Lenzen nicht. Also, ne? Meine Mutter hätte mir was gehustet, wenn ich mit so einem Mist angekommen wäre. Ja, richtig. Meine hätten mir wahrscheinlich auch wieder ein Ding in die Fresse geben. Und wie gesagt, bei meiner Vorgeschichte und dem, was ich euch bisher erzählt habe, so wisst ihr, dass das wahr ist. Dass das nicht gelogen ist, was ich erzähle. Das wirklich, ja, ein Ding jedem ins Gesicht. Aber mit Schmack ist da. My God, what an embarrassing video. Not only just posting this as a fully grown man, but also because I wouldn't even be surprised by it. This guy most certainly seems like he's still just mooching off of his rich parents. I think this might be a cry for help. Venti iced coffee? Ah! We need more ice! Okay, now for the coffee bite. Und das Geile ist ja, wie ihr gerade sehen könnt, er hat ja noch irgendwelche Vollidioten, noch irgendwelche Dullis, die ihn dabei auch vollends unterstützen, ne, und mitmachen. Denn wo sonst ist denn gerade das Eis hergekommen? Oh ja, meine hätte mir auch eine gewummert. Jetzt sag bloß, du kommst auch aus so Verhältnissen wie Ecke, wo es wirklich lang durch wirklich Dresche gab. Und Alkohol und Gewalt im Haushalt. Also dann kann ich dich da noch ein bisschen besser verstehen. Meine Mutter hat mir beigebracht, nimm erstmal nicht so viel, Nachschlag geht immer. Wegschmeißen nimmer. Richtig, und genau das biege ich meinen Kindern auch bei. Ne? Dass, wenn ich halt koche, ich bin der Küchenbulle, meine Frau kann ja nicht kochen. Das ist ja genauso, von wegen, ich mach erstmal. Und gerade die Älteren sind so von wegen so, mehr. Ich sag so, nee, komm. Iss mal erstmal, was du hast, und nachdem kannst du immer noch. Ansonsten, wie gesagt, fliegt so viel weg und, ne. Richtig Dresche nicht, aber Alk zu Hause schon, also dann, wenn Muttern und Vatern aufeinander trafen. Ja, wie gesagt, mein Obien auch. Ihr Leben lang Säufer, viel mit Polizei zu tun gehabt, Scheidung, Jugendamt, gewaltigen uns 3 Kindern, das volle Programm. Also, das, was ich durchhabe, war kein einfacher, gib mir mal. I have a venti iced coffee for Carol?
Wow, what a way to end our journey. A brand new original joke we haven't seen one single time. Und wenn du dir schon die Fingernägel lackierst, dann mach es doch richtig. Und nicht so abgefuckt. Ich meine, ich trage auch schwarze Fingernägel, wenn ich in Musikvideos dastehe oder so. Ja, aber, naja. Now I think this guy might have a future in comedy writing. Well, you've made it through. How do you feel? How has it affected your life, knowing that a person like this actually exists? Naja, von der Erfahrung werde ich bestimmt morgen noch zehren, glaub mal. Gottes Willen, Junge. Was noch, Jens? Vor 8 Monaten. 10.11. Warte mal eben. Chocolate Seed Up! Oh, das war ihm so viel wert, dass er 90 gemacht hat. Ach du Scheiße. Da bist du hier nicht allein. Warte mal kurz. Ja, wir sind alle, alle teilweise vom Leben gezeichnete Outlaws, ne? Mit eben der, also mit dem der harten Sorte Lebenserfahrung, ne? Ja, weiß ich nicht. Der hat noch jetzt rausgepimmelt, ihr habt, ist von diesem Jahr. Sollen wir nicht? Oh. Komm, wir gucken mal kurz. Chocolate Powder! Ah, ich glaube, das war das erste Mal gesehen habe. Oh Gott. Ja, hoffentlich erstickst du dann, du Blödschwein. Junge, 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 Junge. Lieber nicht, sonst dreht sich mir wirklich noch. Sonst dreht ihm wirklich noch einer die Gurgel um. Ach, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Have you guys ever started to record a video there? TikTok. About Topper before, and you guys might recognize him as the guy whose content is literally just wasting guys. War dick probably my least. Ich habe keine Ahnung, was der da ist. Favorite TikToker. Now I've talked about Topper before, and you guys might recognize him as the guy whose content is literally just wasting food. And while I don't think anybody was a mein Zwerg will nicht mal Kakao trinken. Ach doch, meine schon ab und zu mal. Nicht immer, aber ab und zu mal schon. Nur wenn sie es sehen würden, dann würden sie. Also, wenn jetzt meine Biene sehen würden, dann denken die davon irgendwie so, oh, ist ja lustig. Machen wir mal nach und legen dem Alten mal die Küchenschutz in Asche oder so, was. Das ist, nee. Deswegen meine ich ja von wegen, solche Idioten haben eben auch irgendwo eine Vorbildfunktion inne und sollten aufpassen, was sie da sagen und generell so zeigen. Und naja. Tun sie aber nicht. Dann kommt so weit dabei raus und die Kinder sind nachher wieder die Arschen. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn die Kinder älter werden und so, oder wir Eltern sind auch nicht, wie gesagt, immer zur Stelle. Ne? So blöd wie es ist. War es nicht Fleisch, was er da auf dem Teller hatte? Ja, keine Ahnung. Nö, Wasser, Saft oder Milch, was anderes, will sie nicht. Hm. Ist doch okay. Ist doch okay. Wie gesagt, oh Gott, was ist denn bei meinen? Bei meinen auch Wasser. Wasser, Tee, Milch, ab und an. Ja, und Kakao, das war's. Ausnahme ist dann mal, Ausnahme, wo ihr merkt, ist denn jetzt zu Silvester dann mal, wie gesagt, meine Pulle Ruby Bubble oder meine Fanta oder so. Da sagt denn nichts dagegen, aber es ist nicht die Regel. Es ist nichts, was die Kinder hier 375 Tage im Jahr lang von uns kriegen. Hier Fanta oder irgendwie so ein Sprudelscheiß oder so. Nee. Dieser Saft und so, meistens denn, wenn wir draußen sind, so ein bisschen Kari-Sonne hast du nicht gesehen. Oder mal so, ein bisschen Apfelsaft hast du nicht gesehen, das ist, ja. Ne? Dann geht es okay. Expecting a guy like this to have a sudden change of heart and decide to make better content, I for one did not think that it could get any worse. And while I'm assuming you can see where I'm going with this, it did. Our friend Topper has gone from wasting food for TikToks to wasting even more food for TikToks. I know that sounds kind of dumb, but I feel like it's the best way to describe it. He took the amount of food he was wasting for each TikTok and like tripled it. And well, sadly, we're gonna be watching that today. But before we begin, I want to talk about today's video sponsor, Dad. Na, keine Sponsorings. Ja, ich hab's total gesehen. Genau. Passt auf. Jetzt stelle ich folgende Szene vor: Bela, Beni brauchen Hunger, Mittagessen, er macht's. And let's begin. Subscribe.
Schokolade lasse ich offen stehen. Da geht sie eh nicht ran. Spaghetti! Ja. Spaghetti Sauce! Meatballs! Jetzt guckt euch dabei die Scheiße an! Wie viele Leute kriegst du damit satt? Also bestimmt. Wenn ihr ja noch einen kleinen Nachschlag isst und er so 10, 15 Leute kriegt damit satt. Locker. Ey, Wahnsinn. Wieso eigentlich ich? Mein Sens Doofi fragt. Nur so. Wegen, ne, einfach so, das war vorhin irgendwie so meine Intention. Tut mir leid. Wollte ich dich triggern. Ja, genau. Deswegen vielleicht wegen dem Blurk. Ey, aber damit kriegst du mal eben, ja, so 10, 15 Leute. Thank Keeps for sponsoring this video. And let's begin. Please subscribe. Spaghetti! Spaghetti Sauce! Oh, die Stimme ist auch so schrecklich. Meatballs! Perfect! Und jetzt würde mich mal wirklich interessieren, was macht er mit dem Rest? Ne? Also, ist jetzt wirklich so von wegen, er hat jetzt immer Rini gebissen und den Rest haut er dann in eine Tonne oder was? Das wäre richtig assi. Dazu hätte ich ganz gerne mal irgendwie mal ein Indiz oder irgendwas, irgendein Video. Junge, davon ernähre ich mich über 2 Wochen, ja. Und dann kommt es mir aus den Ohren und ich kann es nicht mehr sehen, ja. You know, I really wish I could meet this guy in real life and like clap in his face really quickly. I know that sounds kind of obscure, but I just want to test if he has any reflexes. I feel like he was Nö, ey Mann, Bruder, ey Mann, ich fühl dich. Created in like a controlled environment or something. There's gotta be something off here. Like he's some sort of experiment. I don't know what else could explain this kind of behavior. But I mean, I think this video makes my point pretty clear. He went from wasting like liquids and things that were easy to prepare and not a crazy amount most of the time, to wasting what looks like about 75 pounds of spaghetti. I mean, there was probably multiple hours put into making this TikTok. Ich geb's auf. Red and green pepper! Bacon and cheese! Oh. Perfekt! Ja, perfekt, die Idiotie, du Arschloch. Oh Mann, tut mir leid, ich sag immer Arschloch, aber okay. Zu solchen Leuten kannst du ja nicht mehr sagen. Ah, Junge. Der Typ gehört, nein, ist ja weggesperrt, nur mit 3 Scheiben trockenes Brot pro Tag zum Essen. Ja, richtig, ne? Eben Knast, Krankenhausspeisung so. Genau, wie würde mein Kind jetzt sagen, Mama, der ist böse, sowas macht man nicht. Jawohl, mein Kind, genau so. Da hat dein Kind recht. Auf jeden Fall. So something that really bothers me the more I watch these videos is how much animal product he wastes. Like if you order a steak or some chicken and you don't like it or you just don't want to finish it, that's one thing. But to waste all of these eggs. Aber das Gleichnis ist selbe. Beim Krankenhaus gibt's ja auch was. Ja, was hast du da morgens? 2 Scheiben Brot, ein bisschen Marmelade, 2 Scheiben Wurst, 2 Stück Butter, Feierabend. Mehr ist das nicht. Also wenn. Gott. Weg dann meine Krankenhauszeit, denke, wie gesagt, sagt ihr warum mir nie? Gott bewahre. Lass das Brot schimmeln, dann weiß er, was Hunger ist. Richtig. Und in der Not frisst der Teufel ja bekannterweise Fliegen. Eggs, the bacon, the meatballs in the last video. Animals had to suffer and die for those things to be sold. Like, I'm no... Stimmt, sollte man berücksichtigen, dass das, tierische Produkte und so, ja, sollte man schon Respekt vorhaben. We're near a vegan or a vegetarian. Aber wo ist eigentlich Gordon Ramsay, wenn man ihn braucht? Dass der mal darauf reagiert. But that's just wrong. I mean, you are taking a product that was made from something being killed and you're just throwing it away. And for what? War ja neulich im Krankenhaus, da war Frühstück besser, als ich es mir zu Hause gönne. Ach, wegen deiner Schulter meinst du, ne? Ja, das mag variabel sein, ja, aber hier bei uns, wie gesagt, geben die sich hier eine Mühe. Das ist wirklich so Pumps und Gordon schärft schon seine Macheten. Ich feier Gordon Ramsay.
Der ist auch der zackig, knackig, der redet auch frei Schnauze, wie der Schnabel gewachsen ist, aber ne, dadurch bleibt er eben authentisch und sich selber treu. Und schwerreich ist er auch, komm, machen wir uns das vor. Der Typ, der hat in seinem Leben alles abgerissen, der bräuchte normalerweise, wie gesagt, nie wieder arbeiten. Ist eben irgendwo eine Ikone, gehört mit zur Popkultur. Ne? Hell's Kitchen, wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht erinnere. Ja, gibt der eine Menge Formate. Hell's Kitchen und dann gab es noch etliche andere noch auf YouTube, findet man auch. Frische Schrippen, Belag nach Wahl und so viel ich gewollt hätte. Jetzt muss ich kurz überlegen, ne? Bei uns gab es auch zeitweise Brötchen. Aber die waren nicht mehr frisch, glaube ich. Das war, ja. Auch so Aufbackkram. Ich weiß es nicht mehr. Ich war das letzte Mal im Krankenhaus, das war 2013. Ich hab das nicht mehr so im Kopf, aber war halt jetzt nicht so der Bringer gewesen. Und vor allem, wieso sagst du Schrippe? Ach so, ja, stimmt ja. Ecke Berlin. Wir sagen Brötchen, ja. Schrippe. Berliner halt, ja. Naja, wir sagen auch beim Bäcker, ja, ihr Pfannkuchen, ne? Bei euch heißen sie Berliner, ne? Obwohl sie auch mit Berliner ausgeschildert sind, aber naja. 15-second joke on die Ossis eben. TikTok that nobody finds funny. I mean, this kid's parents should genuinely be ashamed of the way they raised him. The lettuce, the meat. Ja, stimmt, da steht auch eine Menge Versagen der Eltern dahinter, das stimmt schon. Da haben die Alten gepennt. Nee, Pfannkuchen. Ah, okay. Okay, a little bit of Big Mac Sauce. Yep, just a little. Okay, that's good. Hold on. Ja, komm, friss und ersticke dran, ja. Perfect. Making this video is making me a lot angrier than when I made the first one. Ach, nee, Keule. Wie oft hat da jetzt meine heißliebten Chicken Nuggets vorgestaltet? Gefühlt 10-mal. Das macht mich sauer. No, if it's because it's 3:31 in the morning and I'm just overanalyzing things. But I mean, come on, this is pathetic. You're 18 years old, you should know better than this. I mean, this is just embarrassing. Just a little bit of soap? Perfect. Bleach! Trink mal die Bleiche. Die ganze Pulle schön anhacken und dann immer schön tiefen. Immer weg damit, Junge. Mach mal, stürz doch mal. Würde ich gerne mal sehen. Oh Mann, YouTube, bitte meddelt meinen Stream nicht weg, wenn ich nachher hochlade. Es ist nur meine Meinung. Und die muss auch mal gesagt werden. Also, muss gesagt werden dürfen. Nee, warte. Das wird man doch noch sagen dürfen. So, jetzt habe ich's. Denn im Gegenzug zu dem Dulli, da bin ich jemand, der Lebensmittel respektiert. Berliner heißen die im Rest der... Was? Republic of Germans. Achso, ja. Trink mal, ja, dachte ich auch gerade. Ja, ja, schön, ganze Pulle Bleiche so und dann. Ne? No! Fabuloso! Und ja, die Pulle gleich hinterher. Okay, schön mit ansetzen. Und schön genießen. Schön langsam so, ne? Und dann mit dem Ruck. Perfekt! Now, I don't claim to be a carpenter, but I can't imagine that this cocktail of chemicals is good for these floors or these cabinets or anything in this house. I would really like to see the cabinets that are under the counter that he films all these TikToks on. There's no way they're still white. Okay, just a quick waffle. Perfect. Seat up! Mixed fruit! Powdered sugar! Perfect! Oh, man möchte ihn schlagen. You know, I think if ants created ja. Some sort of advanced society... Don't get me wrong, I know ants are pretty smart, but I'm talking about, like, ant planes and stuff. This guy's house would probably be some sort of resort for them. I mean, I don't even know how you'd begin to clean this up. Jelly! Oh. Peanut butter! Oh, Junge, ist das eine Sau. Okay, a little more bread. Perfect!
wo bleibt denn die Faust? Wo bleibt denn die Faust, die so ein Bild geflogen kommt, noch richtig schön, bam, den Typen mit ihm jetzt hier einen Schlag auf die Bretter gesteckt. Alter, Junge. 18 ist der erst? Ah, verstehe schon. Der hat Schiss, sich mit einem Plan für sein Leben auseinanderzusetzen und deswegen zieht er so einen Mist ab. Das ist eigentlich traurig. Es ist traurig, dass seine Eltern den nicht zwangsweisen lassen. Ja, Bela, hast recht. Das war auch so mein Gedanke. Ja, so weh doch tun mag, aber wenn der eigene Bengel nicht mehr zurückungsfähig ist, ja, dann muss er eine Forensik. Und Zotti, ja, kann ich nur recht geben. Das ist ja genau so wie mit Rainer, ne? Aquarius, Rainer wollte ja wie gesagt auch nicht arbeiten, deswegen hat er irgendwie Zugehörigkeit gesucht in der Metal-Szene. Und ja, wollte einfach nur YouTube machen, weil er gemerkt hat, okay, YouTube gibt Idioten, die mich mit Geld beschmeißen, wenn ich einfach nur da sitze und laber. Alles tun dafür, dass ich nicht richtige Arbeit nachgehen muss. Weder körperlich noch sonstige. Nee, bloß nicht. Gottes Willen. Arbeit ist des Teufels. Junge. Ach, vor allem, wirklich, wer macht denn die Sauerei weg? Vor allem, das kriegst du, das kannst du ja auch nicht mehr in die Verpackung zurückfüllen. Das fliegt ja alles weg. Also er kann mir nicht sagen, dass er dann die Erdnussbutter von der Marmelade wieder separiert und dann. Nee, glaube ich nicht. Die Eltern von so einem Kids denken wahrscheinlich sowas wie, ist doch nur Internetkram, lass sie doch ihren Spaß haben. Die Eltern unterschätzen das Ganze und zwar massiv. Richtig. Viele denken ja, das Internet ist ein Safe Space. Ne? Kleine halbnackte Weiber, wie auch Dullis wie Rainer und so, die denken von wegen, ja, Internet ist safe. Ist ein großer Safe Space. Wie gesagt, das haben wir vorhin schon bei Hank im Stream gesehen. Da hat er nämlich genau dasselbe gesagt und da hier wie immer auch recht, er hat recht. Also, wer denkt, das Internet sei halt, wie gesagt, ein Safe Space, der irrt, aber gewaltig. Arbeit ist keine Option. Ja, und die Haut ist kein Organ. Edzardler. Die hören eingesperrt, richtig. Das ihnen vergisst nix. Richtig. Und ich bin doch der festen Überzeugung, Das sag ich jetzt nicht. Vielleicht tauchen ja von mir irgendwann halt auch mal irgendwelche Memes auf oder so, wer weiß. Mit irgendwelchem Quatsch, den ich irgendwann mal gesagt habe. Okay, aber das ist halt, wie gesagt, mein Problem und damit muss ich halt leben und mich auseinandersetzen. Ich meine, unterm Strich weiß ich ja, wofür ich mich einlasse, wenn ich halt mich jetzt hier hinsetze, die Kamera einschalte und mit euch quatsche und halt irgendwelchen Scheiß zeige. Ich weiß ja genau, was ich mich einlasse, ne? Ich bin mir der Gefahr ja bewusst. Alles an offener Insel, Kuppel drüber, fertig, ja. If you rewatch when the jelly comes out of the bucket, you can see the individual blobs from them coming out of a jar separately. I mean, this guy probably used 30 jars of peanut butter and 30 jars of jelly to make this video, which is another thing that makes these videos even more confusing. The amount of money he spends on food for each TikTok, I don't even think he'd be making back. TikTok pays like 2 cents for every 1,000 views. Dude probably spends $300 on food each time he makes one of these. I don't even think he's profiting. He just likes to waste. I think perfect. Pringles, chocolate chip. Oh, is that perfect? This is another. Ah, oh, das ist genau die Bevölkerungsschicht an Kernassis, die diese Welt nicht braucht. 8 Milliarden. Ja. 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und ich könnte wetten, alleine 1 bis 2 Milliarden sind nur solche Dullis oder so. Ey, wenn es solche Menschen nicht gäbe, hätten wir die Probleme nicht wie Welthunger oder Überbevölkerung. Hast du nie gesehen, das wäre alles vom Tisch. Junge. Da wird nichts verschwendet, nicht mehr die fassen sowas an. Und dann bitte den Sauerstoff absaugen. Jo. So hyperaktiv wie die sind, haben sie alles innerhalb von 3 Stunden weggeatmet. One like the spaghetti one, it looks like he made 3 individual cakes to make this video. There are genuine man hours going into the creation of these horrible TikToks. Imagine trying to explain this to somebody 100 years ago. Chocolate syrup! Chocolate powder! Oh, I've seen where they're then him a video has the to keep creating. Liebe Eltern, so sieht ein Spast aus.
ein Dickdog-Spast. Hm. Nicht euren Kindern zeigen, schlecht. Das schlecht diese, sehr, sehr schlecht. Auch für die Erwachsenenschicht, ne? Also ich merke schon so ein bisschen, wie gerade meine Synapsen kollabieren und gute Nacht sagen. Alter, Alter, Alter. Nee. Stimmt auch wieder, spart Energie. So, wartet mal im Moment. Ah, das ist ein Spaß. Gibt's hier schon was Neues? Ich guck mal kurz nach. Haben wir hier schon was Neues? Da waren wir schon, haben wir schon gesehen, das haben wir auch gesehen. Was haben wir hier? Okay. On my fucking. Hazard Insanity Zone. Oh Gott, was kommt jetzt schon wieder? Was kommt jetzt schon wieder? Letzter Post. Was? Letzter Post. Dann so, Digga, haben die Dudes uns unsere Sauerstoff geklaut. Grab voll ab und choken, lol. I'm going to have to put on my fucking double seeing glasses because I can't even begin to see the amount of bullshit. This video does. Da guck mal im Spiegel. Didn't allow stitches or duets, so I just screenshotted it so you guys can see what it is before it hopefully gets taken down. This video made me so Es ist genauso wie diese Idioten, die in Tierkostümen durch die Gegend springen und sagen, ich bin ein Wolf, ich bin ein Wolf, ich bin ein Wolf, ein großer böser Wolf bin ich. Und so, das sind alle verblendete Idioten oder so krank gemacht von der Welt, eben, dass die in ihrer eigenen Bubble leben. Ich weiß nicht, das ist alles so weg. Richtige, ernsthafte psychische Probleme werden von der Gesellschaft runtergespielt, wie Depressionen, Angstzustände, hast du nicht gesehen, das wird halt irgendwie als Makulatur abgestempelt und diese Vollidioten, die. Das sagt meine, das ist so. Unbelievably angry. Imagine being a doctor and being so insensitive to the effects of weight stigma, and imagine not knowing that weight stigma and weight-based bullying is a thing that not only affects people's mental health, but affects people's physical health as well. And as a doctor, you should care about both of those things. Imagine being this openly fatphobic and not understanding why some fat problem you believe for make fun of people. If you're a doctor, this has got to stop. I talk a lot on this page about fat oppression, and while the fact that I, a fat person, am sharing my own lived experience and that should be enough, let's bring some research into the mix. Coming in hot, we've got this little beauty. First, please just pause this page and read the whole thing. Starting with employment, fat people are less likely to get the jobs and promotions they are qualified for, and they make less money than their thin counterparts across the board for doing the experience quality of right sleep. On. One can be one on. This position of power isn't inherently feminist. Especially if that power is being used to oppress or harm marginalized groups of people. Trying to make your way to the top of the capitalist system that was set up by white cishet men to benefit white cishet men and in turn oppress marginalized groups and the working class is not synonymous with a move. Okay, die blasen alle nur ihre scheiß Kackmeinung irgendwie ins Netz. Gucken wir mal weiter, was wir so finden können. Den hatte ich angekratzt. Den haben wir aber auch bei Henki gesehen. Deswegen. Bei Henki Benki. No reactions insane. Woke TikToks will make you cringe. 4 hatten wir auch. Vor einer Stunde. The Internet's worst TikToks. Okay. Here's 3 reasons why I wouldn't be a good waifu. Humanity gathering to watch bad videos on the internet. TikTok that hot dog first response impossible data search or a little still and I'm title pack change your name get hot help titles cut get dead or him plus if epic stain baby. Here's 3 reasons why I wouldn't be a good waifu. Number 1,
I'm shy. Number two, I use a lot of hand gestures. And number three, I'd probably be too busy watching anime. All right, now while... Oh Gott. Oh Gott. Die müssen sich ja so toll dabei vorkommen. Ich glaub, Tatsache auch wirklich, die stellen sich vor ihr Telefon und sagen sich irgendwie so, oh Gott, jetzt... Keine Fotos. Der Superstar muss ein neues, wie sagt man, essentiell wichtiges, ne, für die Kultur wichtiges Video drehen und so ein Scheiß und dann kommt sowas dabei rum. Ey, kriegst du die Tür nicht zu, Gott verdomme. This is not my favorite video that I've ever watched in my entire life. It is very clearly satire. I've had a bunch of people send me this person's account, and it always kind of surprises me that people who are watching this can't tell that this is a joke. It's just a really good and convincing joke because the video is still pretty hard to watch. But this is clearly satire. And it's good satire because it still makes you want to curl up in a ball and cry. Do they think they're, Animation Characters, okay. Nein, die Visagen sehen wirklich so dumm aus. Alright, let me explain myself. So, you heard what is some beautiful elevator music instead of the original audio for this TikTok. Normally, I do that when audio is copyrighted. However, I don't think the audio of this TikTok is. I wanted to give you guys a chance to close the video, a chance to rip out your speakers, because I'm gonna play the original audio. It's just, this is... Also... Macht mal kurz ein bisschen leiser. Such a cursed sound, especially for a TikTok that was made like 4 days ago. We're already dealing with the Bella Porch side mouth and the anime cross-eyed stuff. I mean, we're already dealing with quite a lot. So for the faint of heart, I recommend that you mute the video for the next 10 seconds. All the bad stuff you're already seeing is about to get compounded. I guess I'll be Genji. I'm already Genji. Then I'll be McCree. I already chose McCree. I have an idea. What's your idea? You should be. I'm not gonna be Mercy. Yeah. Oh, Fresse. Jetzt machen sie auch schon Overwatch mies. Alter. Das ist einfach nur dumm. Oh, das ist so dumm. Wirklich, also, oh, wirklich. Tut mir leid, Leute. Also langsam aber sicher, jeden meiner Synapsen wirklich bahnen. Oh, warum tue ich das bloß? Ach ja, richtig, um der Welt zu zeigen, wie viel Scheiße es im Internet gibt. Und dass man doch besser, wie gesagt, Leute supporten soll, die wirklich was schaffen. Maler, Musiker, Schriftsteller, ne? Und so weiter. Der Moment naht, wo ich mir meine Kindheit ohne Internet zurückwünsche. Ja. Also die paar wenigen Tage, die meiner Kindheit gut waren, die auch draußen waren, und der Dieb mich so ändern kann. Ja, so ohne Internet. Manchmal schon, ne? Ich erwische mich aber auch selber dabei. Sehr oft, wie ich auch mittlerweile heutzutage auch sehr oft daran. Naja, weiß ich nicht. Also ich sitze da und denke drüber nach, wie es wäre, von wegen, geh doch einfach mal gar nicht online. Kein Facebook, kein TikTok, keine Streams. Einfach mal wirklich mal. Mach mal eine Woche gar nicht. Nicht mal WhatsApp. Ne? Wenn wer was will, soll er klingeln, wisst ihr Geier was, aber wirklich mal eine Pause, weil das ist einfach, ne? Mm-hmm. No, yeah, I thought this song was outlawed long ago as well. I genuinely think I had a flashback when I came across this TikTok. I am not ready for this song to make a comeback, and I sincerely hope that it's not. But like I said, this was not an era-appropriate TikTok. This was posted in the last week, so that cannot mean anything good. Was macht denn die Alter, was macht denn die gute Miene da? Yeah, I know. Oh. Yeah. So was ziehen sich die Leute rein? Ich meine, klar, machen wir jetzt gerade auch, aber eben nur, um darauf zu reagieren. Aber ich kann nicht fassen, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich in ihrer Freizeit hinsetzen mit ihrem scheiß Telefon. Warum, ey?
und sich da so einen Scheiß freiwillig geben. Und den Leuten folgen und denen halt auch damit irgendwo halt Kohle in den fiesen Arsch drücken. Warum? Ach, Mann. Blöck. Ja, also wie gesagt, ne? Ist der Ruf erst ruiniert, lebt er sich erst dann ungeniert, ne? Also von wegen, wenn man, ich hab doch so ein bisschen Selbstachtung. Von mir, also von mir selber, so, weißt du, ich hab doch so wie Schami fühlen, hast du nicht gesehen, aber, ach Gott. Oh, Miss Welshie, now the veterans of this channel will know that this is not the first time we've looked at this TikTok account, and it's safe to say that I am more confused than ever. I still really don't understand the character she's playing. Ja. I don't know who or what the Uwu girl is. Probably never will. But both of these videos have captions about relaxation techniques, and you know what? These videos aren't really relaxing me, kind of doing the opposite, really. Triggering some sort of primal response, if anything, so not sure these techniques are working. Hey mama, what you making? Josh, I'm making a snack. Alright, so since I cover so many cooking videos, I've actually had a lot of people send me this account, and, well, this is very fake. I mean, obviously, nobody's eating Vienna sausages and peanut butter. It might have started off with one or two videos being real, but now they're all fake. They're all just meant to get people angry, get people to comment, get people to share it. I mean, she even did the Kay's cooking recipe that made Kay's cooking kind of go viral. They're all staged, so I really don't find them that entertaining. Anybody can be a bad chef on purpose. For me? I really like corn. What do you like about corn? It's corn! A good corn with knobs. It has the juice. I can't imagine a more beautiful thing. It's corn! Now, I'm going to be honest, I've never really liked the corn video. Die Stulle, die ist so Stulle, die Alte, ey, wirklich, boah. Klingt wie ein Staubsauger, der den entlaufenden Hamster gefunden hat. Richtig. Stimmt. So ähnlich. Or the corn song. I don't know if I'm just miserable, but even just the original video without the song sort of made me angry. Maybe because I never had that Ja, weil's cringe ist. I would like wonder about anything when I was a kid. I don't know, I'm not a psychologist. But the song was horrible from the beginning, and I think even people who liked it are starting to get tired of it. Especially when grown adults are making videos to it and dancing to it. So while this video is not exactly fun for me, it's not this one in particular I necessarily have a problem with. It's mainly just the corn song in general and adults acting like children making videos for it. I don't know. Naja. Denk dran, ne? Meine Frau sagt dir offen wegen, du bist ja wie gesagt ein Kind in einem Körper von einem erwachsenen, von einem jungen, erwachsenen Mann, aber diese Kindliche kommt ihm da halt auch nur durch, wie gesagt, wenn ich mit meinen Kindern spiele. Ich denke nur, so kannst du auch ein guter Elternteil sein, wenn du dir so ein gewisses Maß an Kindlichkeit bewahrt hast, dann ist es okay. Wenn es allerdings so über cringe ist wie bei denen, dann ist es ja too much. Man sollte eben sein Alter nicht vergessen und, ne? Why so many of you wanna see me brush my teeth on here? But, hey, give the people what they want. Whoa! My toothbrush versus my brother's toothbrush. Alright, so I've had a lot of these TikToks sent to me. It reminds me of... Oh, die Mathe. 2012, where everything loud and everything random was deemed absolutely hilarious, and I think it especially bothers me because I fell into that so much. I definitely was one of the kids who thought the word potato was hilarious, so it reminds me of a dark time in my life that I would not like to revisit. Okay? However, even as a person who hates that kind of humor, I think that a lot of other people who dislike it go too far when they see somebody using it, and I'll get into that more in a second. Like, if your bristles look like that... Ich möchte das nicht. Nein, das möchte ich auch nicht. Pudding. I feel like you're brushing your teeth too hard. Alright, so first I'm gonna wet it. Boop, boop. Sk-
skirr, skirr in mein Audi. Now the real secret is, you gotta let it one more time. Woo! Car! It has the juice. All right, so we're starting to go. Ah, das ist eine alte oder was? Ich kann echt nicht ausmachen, ob Männlein oder Weiblein. A bit more downhill, but what I was talking about earlier is that I think a lot of people would see this video, and not that I think, I know a lot of people would see this video and start just leaving mean comments or making mean duets. I have no problem saying that I don't find this funny, and I think this style of comedy is a bit jarring and maybe off-putting, but that's constructive. I don't like this kind of humor, and that's okay. But if you see a video or a TikTok you don't like, and your first instinct is to start... Gubbel. Kann gar nicht so schnell, siehst du. Gubbel. Ah, komm her, gubbel. 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 Nee, jetzt fuck ich auch schon mit irgendwelchen ASMR-Scheiß. Personally attacking that person, then you need to grow up and realize you're talking to a... Diese Arschlöcher gibt's ja auch noch. Diese verdammten Arschlöcher, die vor ihrem Mikro hängen und dann mit irgendwelchen Bürsten und Rasierschaum und so und dann irgendwelchen direkt darin flüstern, irgendwie so, boah, ey. Das sind so Momente, wo ich mich frage, wo ist mein Revolver? Real human. I'm not trying to get sappy, but I feel like a lot of people on the internet forget they're talking to an actual person when they decide to start making fun of somebody for making a TikTok. If it's constructive and it's real criticism, sure, go for it. But making fun of somebody's appearance or their lifestyle is not going to change their humor. Hank prägt einfach irgendwie. Ja, stimmt. Das stimmt. Whenever I make hot dogs, especially for dinner, instead of waste... Also, bei uns ist es eben Tank und bei anderen ist es eben Montana Black. Die ganzen Blagen, die draußen unterwegs sind und die man so trifft von wegen dicker, hast du nicht gesehen, ne? Die kennen ja nicht anderes mehr. Und bei uns sind es eben halt so diese Kleinigkeiten, ne? So hat jeder seins. ...the water that I boil the hot dogs in, I'll just use it and make hot tea with it, because you can't even taste the hot dog by the time you add the tea bag and the sugar. You can't even taste the actual, like, hot dog water. I have seen my fair share of bad cooking videos in my time, and dann lieber Hank. Ja, definitiv lieber Hank. Even though similarly to the ones about the mom, I think this... Oder, vielleicht auch einen kleinen ostdeutschen Musiker, der sich komisch anmalt und harte Musik schreibt. Is probably just a joke. The mind that would come up with hot dog tea and a hot dog stuffed with mayonnaise and raisins is a mind I don't want to be near. This is how I got a video with over 2 million views in less than 24 hours. So I've been making these mini vlogs for a while now, most just explaining what I do in my day. But recently a trend started to appear where people would make fun of these types of videos, and the source of it all... Ich weiß nicht, wen du meinst, Grübel. Yo, Devil. Wie, Devil. V, wie, Englisch. Vengeance. Ne? Das überliest Hank aber mit. Das überliest aber irgendwie jeder. Also ja, ob ich jetzt zu Nikki in den Stream gehe oder woanders hin, alle sagen immer nur Devil, ne? Keiner sagt wie Devil, ne? Weil irgendwie ist das für viele irgendwie still oder wird nicht verstanden als Vengeance, also eben als höhere Bedeutung. Dabei wird das vorne groß geschrieben und nicht klein. Naja, egal. Ist trotzdem lieb. Kaiements. This guy literally flipped TikTok on its head. And after making countless videos hitting over 1 million views and making a bunch of people angry in the process, it was my turn. So on September 9th, I started recording my own take on the genre. I purposely took all the key elements that people were talking about in this video. I woke up feeling exhausted today, but I pushed through. I hate the taste of water, and G Fuel gives me those natural vitamins that you need. This job requires way more work than your average 9-to-5, and shoved them all into one 28-second long video. Alright, so I'll admit this is a bit of a personal addition. I made a video on these guys like a month or two ago, about all these Twitch clones on TikTok who were very obviously just rage baiting, making videos about how streaming is harder than a conventional job, and everybody was falling for it, and I made a video saying, you know, these guys are just using the people's anger to make them famous, and a lot of people thought I was wrong, and they thought that these guys were genuinely being serious. So yeah, now they're admitting that what I said they were doing was exactly what they were doing. I'm telling you guys, people will try to make you angry on purpose just so you will interact with their video. Don't fall for it. Was meinst du denn, wie viele blöde Kommentare ich bekommen habe?
aus meiner Fan-Riege, jetzt also wirklich nur Musik, noch bevor ich Twitch gemacht habe, als ich mir damals Cyberpunk 2077 gekauft habe, ohne zu wissen, wie der Protagonist heißt. Wie oft musste ich mir da den Spruch anhören, dass man von irgendwie so, Mann, da musst du ja tierisch in abhängen, dass der Typ, den du spielst, oder eben die Frau, den du spielst, halt wie heißt, ne? Wie Devil? ups, was ist denn los? What's up? Ach, Mensch, du komm da mal. Die ist nicht echt. Das Spielzeug. Hm? Mann, ey. Oh. Nee, nicht kaputt gemacht. Sotti hat Angst von wegen, dass Twitch mich wegmitteln könnte oder ich einen Streik krieg. Also ehrlich, ihr supportet Leute wie Amoranz oder wie die Alte heißt. Also Titties und Tutus zeigen ist okay. Sich im Livestream von seiner Alten ihn blasen lassen ist okay. Im Livestream die Alte wegflanken ist auch okay. Er sagt, okay, kein Schweinbad. Aber wenn ich ein Spielzeug in die Kamera halte, dann will sich Twitch aufgeilen? Nee. Da muss schon ein bisschen mehr passieren, Sotti. Da macht er mal keinen Kopf. Echt, hier haben irgendwelche Dullis die Schlechtsverkehr und sonst hier ein scheiß Glücksspiel, hast du nie gesehen und ich bin der Arsch oder was? Pff. Junge. Hab doch geschrieben, dass nicht echt ist, ist mir persönlich, ja. Ich sag ja bloß, jetzt hast du mir gerade nochmal halt so einen Trigger dafür eben, nochmal kurz anzusprechen, ne? Also, ne, Twitch, guck dir genauer hin, wer hier wo rumbumst, hast du nie gesehen. Twitch sollte wirklich für Content Creating und gute Unterhaltung stehen und nicht Casino-Glücksspiel ficken und das in der Nähe sehen. Mann, das können wir auch privat, ne? Ja? Ups. Ich hab den Stream angehalten. Scheiße. Warte. Well, guys, honestly, I think we can do better. Most of these videos were either satirical or widely disliked for a non-constructive reason. Sure, some of them were not exactly very fun to watch, but there's definitely worse out there. Don't you worry, though. I'll find him. If you enjoyed this video, please leave a like and walk on over to that. Bald gibt's ja noch der Skandal um Burger King Team Wallraff. Ja, habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Glück, dass ich noch nie bei Burger King essen gewesen bin. Noch nie. TikTok, das haben wir auch schon gesehen. Narzissten in Social Media haben wir auch schon mal reingeguckt. Schrecklich. TikTok is destroying the youth. Das ist ja eine sensationelle Meldung. Aber jetzt ist auch schon kurz nach halb zwei. Okay, jetzt hat die's raus. Pass auf, Leute. Denn, würde ich sagen, sind wir für heute auch erstmal am Ende. Ne? Schon wieder knapp 3 Stunden. Ey, Junge, ich muss wirklich langsam machen. Ja. Auch wenn ich morgen frei habe, gezwungenermaßen, und auch Aquarius und auch Bela da ist. Und ich mich wirklich sehr darüber freue, wenn ihr dann mal so zwischendurch spontan mal reinguckt, wieder ins Frühstücksfernsehen oder so. So ist es trotzdem erstmal eine Zeit, mal Feierabend zu machen. Ne? Ich muss ja noch ein bisschen schlafen. Der Wecker hält trotzdem bei Zeiten, denn eben muss ich ja noch in die Schule schicken, Frau muss noch zur Arbeit und so. Von daher denke ich, sollte es für jetzt mal gewesen sein an Internetschmutz. Gott. Na, dann mal ab ins Bett. Ja, naja, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal nochmal kurz ein Zigarettchen puffen, um erstmal ein bisschen runterzukommen, ne? Naja, ich rauche. Ich puffe ja nicht wieder Lord, ne? Und dann, denke ich, wie gesagt, machen wir hier morgen schon weiter, ne? Ich meine, Lexi meint ja von wegen, zeig Präsenz, ne? Von wegen, sei da. Nur so kannst du halt immer mehr in Reichweite gewinnen. Ja, und wenn mir halt der Sinn danach steht und ich Bock habe, dann bin ich auch da, ne? Wisst ihr ja. Ansonsten, wie gesagt, muss ich mir wirklich nochmal einen Plan machen, wann ich das wirklich konsequent schaffe und einhalten kann. Aber mit Kindern und mit Alltag ist es halt immer nicht so einfach, ne? Ich meine, ich habe ja meine treue Anhängerschaft, die sagt von wegen, komm, wenn du mal nicht kannst, ist das scheiße. Ja, wenn du online gehst, sind wir da und wenn du nicht da bist, sind wir eben auch nicht da, ne? Naja, egal. Geht fit, allen eine gute Nacht. Jo, meine Lieben, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, für dabei sein, ne, für mitreden, Aquarius, Zotti,
Bela und die anderen im Stillen, die noch mit dabei gewesen sind. Das wünsche ich euch auch, einen Blurk und so. Zotti, vielen Dank für deinen Job heute. Aquarius, du hast jetzt auch deinen Modrang, ne? Das heißt, wenn nochmal so ein paar Dullis hier rinkommen, die meinen, ich würde in irgendeiner Art und Weise antisemitisches Gedankengut, ne, verbreiten oder Hitler supporten, naja, dann wie gesagt, weg damit. Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ihr kriegt ja die Notification. Ich werde mich bemühen, in Zukunft auch auf TikTok, danke ebenso, schlaf gut, auf TikTok rechtzeitig Ansagen zu machen. Und ja, wie gesagt, Stream geht jetzt erstmal gleich online auf VLevelTV, auf YouTube, wo man sich den im Nachgang halt immer angucken kann. Und ich hoffe, er wird nicht weggemeldet aufgrund von zu harter Kritik oder weiß der Geier was. Ja. Tja, da war der meine Schneckchen, ne? Schlaft schön, habt eine gute Nacht, träumt süß. Ja, vielen Dank und tschüss, bis morgen.